Was geht, Freunde der gepflegten Unterhaltung? Onkel Monte im Blaumann, natürlich, man kennt ihn. Die Jungs machen hier heute Arbeitsverweigerung, sind im Privatoutfit. Ich habe meine Arbeitskleidung an, Digga, auf entspannter Rino. Wir haben heute einen unfassbar geilen Stream für euch vorbereitet. Erstmal möchte ich mich bei meinem Team bedanken, bei Lennart, der hinter der Kamera ist, der sich um alles gekümmert hat, bei Master Exe, aka Yusuf, der auch im Hintergrund ist und alles geplant hat. Das war ein extrem aufwendiger Stream, beziehungsweise eine extrem aufwendige Vorbereitung. Aber erstmal mit dabei ist René, der 10 Jahre auf dem Bau gearbeitet hat, als moralische und kräftige Unterstützung. Die werden heute mit mir die Koffer auspacken. Und natürlich auch Abu, den solltet ihr ja auch kennen. Abu ist eigentlich nur hier, weil wir heute Pizza bestellen, Digga. Ja, er hat mir das versprochen. Ich hoffe, die kommt an. Nein, Spaß beiseite. Also, nur um euch eine kleine Einführung zu geben. Die Koffer an für sich zu ersteigern, ein absoluter Krampf. Die Koffer zu bekommen, nachdem man sie ersteigert hat, ein absoluter Krampf. Hat nicht mit dem Versand gepasst. Diese ganzen Koffer mussten manuell abgeholt werden aus einer Packstation. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie mein Puls da war. Ich habe einen Transporter gemietet, um die Koffer einzulagern, um sie hierher zu bringen. Wir haben Tische noch gekauft. Wir haben eine Halle gemietet. Wir haben das Internet hier vor Ort gecheckt. Wir haben alles wirklich, also das ist eigentlich bis auf das kleinste Detail geplant, dass alles am Ende funktioniert. Also natürlich haben wir auch aufwendige Streams schon gehabt, aber dieser Stream ist so für einen Einzelstream, natürlich mit den Jungs jetzt am Start, aber einer der aufwendigsten Streams von der Planung, die ich jemals hatte. Wir haben hier hinter uns 25 ersteigerte Koffer beim Flughafen verloren gegangen sind und nicht abgeholt worden sind. 25 Stück an der Zahl. Wir haben hier auch ein Exposé, haben wir auch ausgedruckt, wo jeder einzelne Koffer abgebildet ist und auch, was ich dafür bezahlt habe, um natürlich, wenn wir nachher die Koffer einzeln öffnen, euch auch sagen zu können, okay, für den Koffer habe ich jetzt bezahlt 200 Euro als Beispiel. Insgesamt habe ich für diese Koffer 15.000 Euro ausgegeben. Das muss ich aber auch sagen, war ein bisschen dieser hier, ein bisschen mal zeigen, wer schon länger auf YouTube am Start ist, da haben nämlich auch andere YouTuber mitgeboten. Und die Devise für Master Exe war: Überbiete alle. Das war die Devise, um ehrlich zu sein. Dann hat, das weiß ich noch, da haben Master Exe und ich einen richtigen Nachtisch draufgestürmt. Da meinte er, Digi, die werden voll sauer sein. Da habe ich gesagt, soll nicht mehr arbeiten, Digga. So, Spaß beiseite. Ich hoffe, dass ihr Bock habt. Das sind 25 Stück. Ich weiß nicht, wie lange wir da brauchen. Wie fangen wir an? Wir haben kleine und große Koffer. Ich würde einfach sagen, wir fangen Freestyle an. Also wir haben hier auch Koffer, da muss ich mal ganz kurz reingehen. Wir haben hier einen Koffer, das ist ein Remover-Koffer. Für den habe ich 1.550 Euro bezahlt. Oh. Dann haben wir hier noch einen Trolley von Porsche. Für den habe ich 1.550 bezahlt. Also wir haben hier auch schon etwas hochwertige Koffer. Wir müssen am Ende natürlich gucken. Ich würde aber sagen, dass wir einfach Freestyle öffnen. Auch in einem 200-Euro-Koffer kann es viel Zeug für 1.000 Euro drin sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe schon. Was erhoffst du dir? Was wäre heute der Traum aller Träume in so einem Koffer? Schmuck, Gold. Irgendwas richtig. Aber die werden doch nochmal aufgemacht am Flughafen, oder? Das ist etwas, wo wir erstmal munkeln, weil ich habe Videos gesehen von Leuten, die die Koffer schon geöffnet haben auf YouTube. Die haben immer 2, 3 aufgemacht. Da war meistens Mäuschenmeier. Ja. Wenn ich jetzt auf unsere alte Zeit denke, wenn ich am Flughafen arbeiten würde und ich wüsste, okay, die Frist von den Koffern ist vorbei, der hat sein Anrecht auf Abholung verwehrt, dann wäre das Erste, was ich mache, mir die aufmachen und gucken, ob da Bares für Bares drin ist. Natürlich die beim Auktionshaus und auch beim Flughafen sagen, nein, das ist nicht so. Wir werden es heute sehen. Also, wenn in den 25 Dingern nichts drin ist, nichts, wo man sagt, wow, dann gucke ich doof aus der Wäsche, aber ich werde beim nächsten Mal trotzdem wieder alle Koffer ersteigern. Also an alle YouTuber da draußen, die Koffer sind in der nächsten Auktion meine. Ne? Ich bezahle auch 20 oder 30, ist mir egal. So. Ja, für den. Bro, ich finde das unfassbar geil, weil diese ganzen Sendungen, die ich früher geguckt habe, American Pickers, wo sie in Garagen war. Das war das Krasseste. Storage Wars. Oh, diese ganzen Sachen, das habe ich. D-Max, ne? D-Max, genau. Ja, das ist so krass. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich weiß, viele von euch gucken heute zu. Das Ding ist relativ gehypt. Viele haben ihren Familien Bescheid gesagt, Freunden, Verwandten von René. Die Mama guckt auch zum Beispiel zu. Meine Oma guckt wahrscheinlich auch zu. Also ich hoffe einfach, dass ihr Lust und Zeit mitgebracht habt. Wir werden nachher auch noch 1, 2 kleine Giveaways machen. Wenn wir coole Sachen in den Koffern haben, werden wir die auch verlosen. Und ich würde sagen... Eine Sache hast du vergessen. Was? Die Pizza. Wir werden Pizza auf jeden Fall bestellen. Wir werden zwischendurch auch eine Pause machen, denn wir haben Hunger. Am liebsten würde ich jetzt schon Essen bestellen. Du? Ja. Ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, lieber Livestream-Chat, dann öffnen wir den ersten Koffer. Genau, Handschuhe. Genau. Ja. Wir haben Handschuhe natürlich, weil man weiß natürlich nicht, was in dem Koffer drin ist.
Ja, ich würde sagen, was sagt ihr, wir fangen mit einem Klein an. Safe, würde ich auch sagen. Ich komme gar nicht mit meinen Händen rein, Mann. Bro, du hast nicht so große Hände. Doch, er hat auf dem Bau gearbeitet. Dann ich habe auf dem Bau gearbeitet, Mann. Nee, soll ich dir sagen, warum er nicht reinkommt? Also. Weil seine Hände extrem schwitzig sind, weil er so aufgeregt ist. Ich habe übelst voll. Das ist es nämlich, Digga. Seid ihr mit dem Koffer einverstanden? Koffer Nummer 1. Wir können anhand der Optik des Koffers euch auch gleich sagen, was der gekostet hat. Ich hoffe, ihr seid hyped. Ich will Pause-Champs sehen. Okay. Grüner. 900. Ich suche schon mal, welcher das ist. Unser. Oh, der ist aber verhältnismäßig echt schwer. Ich sehe nicht. Das ist der. Für den haben wir 360 Euro bezahlt und der kostet, der wiegt 10,5 Kilo. Seid ihr bereit? Der erste Koffer. Okay, 3, 2, 1, Abfahrt. Boah, wenn die Tasche nicht seine Frau gepackt hat. Ein Sniffer. Ich sage die mit der Nase ran. Riecht okay. Riecht okay. Also ist jetzt erstmal unspektakulär. Natürlich werden wir einen Haufen Klamotten. Was ist denn LG für eine Größe? Weiß ich nicht. Das ist. Das ist ja. Ein Puma-Shirt. Als kleiner Hinweis: Also viele der Klamotten werde ich natürlich an wohltätige Zwecke spenden, ist ja klar. Das ist geil. Von welcher Marke ist das? Eddie. Von Eddie Bauer. Von Eddie Bauer, ja, wer kennt ihn nicht? Wäre das Frauenklamotten, wäre es nicht so schlimm. Oh, eine schöne Nike. Was ist das? Keine Ahnung, was das für eine Marke ist, Digga. Nike ist das, Mann. Achso, ist Nike. Ich hab nur das gesehen. Oh. Na, okay, was haben wir hier? Also auf der Seite sind nur Klamotten, Digga. Wieso sind in seinem Korb Frauensocken? Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was für ein Bray das war. Sind das nicht so Überziehdinger? Weil ja, das sind so eine Breitenberg-Socken, die zieht er auch an. Ja, aber Bro, das ist doch Frauengröße, oder nicht? Ja, oder so Schoner, weißt du, wenn du so irgendwo reingehst und das dann über deine Schuhe ziehst, so im Kindergarten macht man das doch so. Der aber, ja okay, das sind doch Männersocken. Riech mal dran. Oh. Ich sag dir, dass Monte, das sind benutzte, ich sag's dir, er hat sie in den Sack gepackt, weil er... Ich geb dir 100, wenn du über den Kopf ziehst. Nein, ich geb dir 100, wenn du das machst. Auf gar keinen Fall. Ja. Okay, also hier ist ein Unterwäschebeutel. Und das sind 100% die benutzten. Ja, natürlich, ist doch klar. Oh, ach so. Aber also, da brauchen wir jetzt ja eigentlich nicht näher drauf eingehen, oder? Oh, hier ist ein Weißer. Wollen wir mal gucken, ob er bremst? No. Ja. Nee, keine Bremsspuren drin. Sieht noch frisch aus. Das ist heftig. Okay, also mit der Unterwäsche können wir nichts anfangen, glaube ich. Ich spende den Großteil der Klamotten. Okay, hier haben wir nochmal ein T-Shirt. Das ist alles unspektakulär. Oha, Scotch und Soda. Das sind gute Klamotten. Das sind, ja, so. Ne? Also hier haben wir nur Sportler. Klamotten. Calvin Klein. Oh, Under Armour, stabil. Calvin Klein, was ist das hier? Carbon. Hast du schon mal von Carbon gehört? Nee. Carbon nochmal. Oh, hier ist nochmal ein Unterhose-Abo hier. Die ist aber nicht getragen. Ein sportlicher Typ gewesen. Okay, also hier Das sieht aus wie Nike hier. Hier ist nichts drin, Digga. Das ist Mülltonne, sag ich. Ja, aber hier hat er seine Klamotten, auf der anderen Seite meint er, hat das Geld. Jetzt die andere Seite. Wie fühlt sich das an? Hart oder? Das sind Schuhe. Schuhe. Ich glaube, die 380 Euro, die ich dafür bezahlt habe, habe ich komplett angezündet. Aber was sind denn die Koffer wert? Sind die denn auch wertvoll? Die Koffer an sich? Samsonite, der kostet 200er. Ja? Das sind ja. Okay, Jacke. Man ja auch. Aha, da sehe ich schon mal Elektro. Eine schöne Jacke. An für sich eine schöne Jacke. Ja. Oder? Ich hoffe, wir finden mal heute einen mit meiner Größe. Die Jacke an für sich, wollt ihr mal anprobieren? Aber glaubt ihr, war das einer, der aus dem Urlaub gekommen ist oder der in den Urlaub gefahren ist? Die ist hier klein, das sieht ja, aber nicht aus wie der Standardurlaub. Da sind keine Sommerkleidung mit bei. So. Ganz normale Reisen. Aber die ist eigentlich ganz schick. Nee, die sieht stabil aus sogar. Nee, die spannt hinten am Latt. Ja, okay, wir wissen. Okay, dann haben wir theoretisch gesehen das erste halbwegs. Ja, gut. Aber alles klar. Das ist, also sieht man, wie dreckig die sind. Also die würde ich persönlich nicht mehr benutzen wollen. Nee. Da, oder habe ich mich da drauf gesessen? Oh, die sind so platt hier, die Dinger. Nee. Ein unfassbar schönes Polo-Ralf-Lauren-Hemd. Oh, das sieht echt gut aus. Ja, ist ein schönes Hemd. Auf ja. Ernst. Noch ein Polo-Ralf-Lauren-Hemd. Auch schön. Das ist sogar eigentlich, glaube ich, meine Größe. Ich glaube, Digga. Einfach wieder Breitenberg-Schuhe. Ich sag doch, das war Breitenberg. Das ist Breitenberg, sein Koffer. Hosen, nichts Besonderes, Digga. Hosen, nichts Besonderes. Hosen, Columbo wieder, das ist eine kurze, glaube ich. Ja, ich ist nur, es. Ja, ja. Nur Klamotten hier, und doch. Irgendwelche komischen Schuhe. Ja, und dafür zieht er diese Halbsocken an. Ja. Oha, warte mal, welche Größe ist das?
13 Zentimeter steht hier. Ja, Bruder. Nee, 13 Meter, Luke. Ja, nee, wie 13 Meter? 13 m steht hier. Ja, weiß nicht, das muss Schuhgröße 48 sein oder so. Weil ich habe 11 in amerikanische Größe. Ja, doch, sind schon ein bisschen. Guck dir diese Latschen an. 46, 47 maximal. Ja, okay, oder so. Ja, und somit haben wir Geld angezählt, weil der Koffer war unfassbar unspektakulär, finde ich persönlich. Ja, genau, und ich hoffe nicht, dass jeder Koffer genau so ist. Nee, hier ist auch nichts drin. Okay, was sagst du, was das Krasseste sein wird, was wir heute in den Koffer finden werden? Also, wenn der Mythos wirklich bestehen bleibt, dass die Leute vorher die Koffer durchsuchen. Ich bin mir sicher, dass sie das machen. Dann ist sowas schon das Highlight. Das ist und dann wäre ich unfassbar abgefuckt. Weil ich muss mich um die ganze Scheiße auch danach noch kümmern. Also Koffer Nummer 1, was glaubt ihr, was hat das für einen Wert, wenn man das wieder verkaufen würde? 150, 200. Wie 200? Ich sag, das ist ein maximal ein glatter Huni mit Koffer. Nee, das ist mehr. Du sagst, das ist mehr? 150, 200. Nee, ich würde sogar fast noch mehr sagen. Alleine schon die beiden Ralph Lauren-Hemden kannst du auch im Flohmarkt für einen 20 oder einen 30er, würde ich sagen. Dankeschön. Dankeschön. Was sagt der Chat? Da kommt auch schon 100. Viele haben auch 100 geschrieben. Jetzt sagt ihr einer maximal 200 mit Koffer 200. Also ich würde so 200 Euro sagen, vielleicht ein bisschen mehr. Also es ist auf jeden Fall Minus. Also vielleicht mit Koffer 250. Aber das ist schon hoch. Oh, das ist schon fast Neubraunpreise. Den Scheiß weg. Okay. Willst du wieder einen kleinen oder einen großen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal mit dem kleinen. Ja, ne? Koffer Nummer 2. Also wenn der Koffer wieder so ist, Digga. Ja, chill, du hast 25 Stück, Mann. Genau, da das ist ja die Scheiße, Digga. Wenn dann 25 Mal Unterhosen und irgendwelche vergammelten Sony-Kopfhörer. Aha, den habe ich, glaube ich, hier gleich. 410 Euro. 410 Euro, und, Chat. Ein Kilo leichter als der andere. Das heißt, der hat 9,4 Kilo. Was ist die, wie teuer war der andere jetzt? Der andere war 260, ne? Oder 360? 360. Okay. 410 Euro. Fofi mehr, ja? Da muss was drin. Da ist was drin. Okay, nee, Swiss Gear Koffer. Da steht sogar die Marke. Das ist geil. Einfach auf Ali, wir haben ja auch einen Schraubenschlüssel eingepackt. Ja, was suchst du gerade? Das hier? Ach so, ja. Okay, ich genehmige mir auch noch mal kurz ein Schlückchen Gönner. Auf euch, auf einen guten Stream, Stößchen auf die Möschen. Okay, Koffer Nummer 2. Oh, oha. Da ist Schmuck. Das sieht. Da ist Schmuck. Das sieht gut aus. Oh, Bose. Ja, und da steht Ray-Ban drauf. Mhm. Ray was? Sehen die Leute das von oben? Als allererstes haben wir hier. Oh, da sehe ich noch was. Wie schnell er das T-Shirt weglegt. Okay, als allererstes haben wir wieder Klamotten. Wir brauchen, glaube ich, nicht immer näher einzeln auf die Klamotten eingehen. Es sei denn, das sind super teure Designermarken. Ja. Unterhosen. Erstmal No Cap, ne? Ich verstehe nicht, wie man so schlapprige Boxershorts tragen kann. Ich auch nicht, noch nie getragen. Was trägst du solche? Ich mag die nur, die bis hier so gehen, ein bisschen längere Longshorts und ganz eng müssen die sein. Ganz eng, dass der Schwanz nicht am Wedeln ist. Also, das weiß ich nicht, einfach also nur ganz eng. Ich sag dir nicht wer, aber du bewertest seine Dulliness, also seine, ob er Opfer ist oder nicht, von 1 bis 10 zählt das Schlimmste. Okay. Ich kenne jemanden, der trägt gar keine Boxershorts. Und der trägt so lockere Hosen wie wir, kurze Hosen, und sein Pimmel baumelt immer hin und her. Ja, das ist Quatsch. Das ist Opfer, oder? Das ist, finde ich, ein bisschen unverschämt. Ja. Also, Holle 21614. Du trägst nie Boxershorts. Du hast ihn gerade so auseinandergenommen. Digga. Das ist respektlos. Jetzt habe ich einfach gesagt, Holger ist ein Opfer. Ja, genau so. Kann mal jemand nachschauen? Tommy Bahama. Das sind die anderen auch schon gewesen. Ja, das ist alles Tommy Bahama. Ob das teuer ist? Lieber Livestream-Chat, kennt ihr Tommy Bahama? Okay, hier haben wir einen Adapter. Tommy Bahama kennt niemand, gut, perfekt. Also Unterhosen. Oh, geil, Digga, eine schöne Dreiviertelhose, Mann. Die finde ich cool, wie Olaf Schaaf damals bei RP, Digga. Ja, stimmt. Obwohl, da bist du immer mit Boxershorts rumgelaufen. Stimmt. So, wir haben die ersten Elektrogeräte. Eine Power, ein Surround-Sprecher von Facebook. Was? Keine Ahnung, welche Marke das ist, Digga. Steht auch gar nichts drauf. Da steht aber nur F. Für welche Marke ist das? Da kann eine Speicherkarte rein. Warte, was sagen die? Oha. Was ist das für eine Marke, Digga? Kennt keiner. Da ist eine Ray-Ban drin. Ja, da ist eine Brille drin. Am Ende so diese Dings da. Ja, benutzt du die Packung davon. Okay, da ist eine Ray-Ban. Da ist eine Ray-Ban drin, die die besten Jahre schon hinter sich hatte. Ja, safe. Ist es wertvoll? Das sieht sogar stabil aus. Das ist ganz, ganz entspannte, chillige Brille. Ist halt eine Sonnenbrille, ne? Ja, oha, passt dir sogar besser. Hier schenke ich dir mal ein Süßen. Ja, danke. Eine schöne Ray-Ban. Okay.
Was sagst du, was das ist? Das kann nur irgendwas mit Sound. Kopfhörer. Kopfhörer, ja. Hundertprozentig Kopfhörer. Bose Kopfhörer. Okay. Die sehen sogar noch voll neu aus, Alter. Die sind neu. Die sehen ganz gut aus, Bose Kopfhörer. Würde ich jetzt aber sagen, ist nicht unbedingt das Top-Modell. Ist nicht das neueste Modell. Aber ist halt Bose Kopfhörer, aber... Ja, ist, sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, was sie wert sind. Vielleicht neu würden die 300 kosten, wenn du sie wiederverkaufst. Kann sein, ja. Willst du Elektrogeräte da irgendwie, ja, Elektro, dass wir die nicht unter die Klamotten haben? Genau, ja. Zählen wir die Sony-Kopfhörer, die anderen auch als Elektrogeräte? Ja, wo, die liegen damit im Stapel, das ist schon fast Altkleider. Dann haben wir hier noch Hosen, Klamotten, irgendwelche Trikots, uninteressant. Oh, Drifter, das ist gut. Drift von Nike, das ist sogar so ein Thermo ein bisschen. Ja, das ist so die Sportmarke. Ist ganz gut, ja. Socken, Unterhosen, Mülltonne, Digga. Okay, jetzt kommt die... Aber das war jetzt schon ein besserer Koffer als der erste. Er war jetzt aber auch schon teurer. Ja, 100 Euro. Ja. Nee, 50. 50 teurer. Aber dann scheinen die da wirklich reinzugucken. Nee, also man muss fairerweise sagen, Chad, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, du kannst nicht erwarten, dass hier der dicke Laptop drin ist oder das dicke MacBook. Das nimmst du alles ins Handgepäck mit. Die dürfen, glaube ich, gar keine Akkus hier mit reinnehmen. Genau. Also die richtig wertvollen Dinge nehme ich immer in mein Handgepäck. Mhm. Wenn ich mal in die Schweiz fahre wegen Casino und ein bisschen chillen, dann packe ich das Bargeld natürlich in mein Handgepäck, weil ich es am Mann habe. Jemand sagt, diese Bahama-T-Shirts kosten 150 neu. Ja, okay, das klingt gut. Das werden wir vielleicht nochmal im Nachhinein checken. Okay. Checken. Oh! Oh, geil. North Face-Jacke. Sieht mir persönlich... Oh, geil. Eine schöne... Was ist das denn hier? Charmaine Circle. Koop oder was? Das ist eine Koop, ja. Aber eine relativ schicke North Face-Jacke, Digga. In Größe L, die passt mir sofort. Weiß ich jetzt schon. Ja. Eine gute Jacke. Man muss nur wissen, was das hier ist. Vielleicht ist es so irgendwie von irgendeiner Arbeitsfirma, von der Firma. Weiß ich nicht, aber die Jacke sieht super aus. Ist eine gute Jacke. North Face geht immer, finde ich. Ja, safe. Und North Face kostet ja auch ein bisschen was. Ja, immer. Also ich glaube, die normalen Jacken immer nur über 100er. Immer. Ja, besserer Koffer, ja. Dann haben wir hier noch... Brooks, was ist Brooks? Mit alter Unterhose. Adrenalin GTS. Brooks steht hier. Ja, Brooks. Keine Ahnung, was das für Schuhe sind. Welche Schuhgröße ist das? 44,5. Hast du nicht 44,5? Nee. Welche hast du? Ich habe 46. Ach so, okay. Hier ist alte Unterwäsche drin. Die holen wir trotzdem mal raus. Oh, das ist aber so dicken Scheine im Schuh sind. Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht, ja. Und auch unter der Sohle immer gucken. Oha, ja gut. Aber die Schuhe sind so gut wie neu. Also die sind wirklich neu. Super, ja. Das sind bestimmt Sportschuhe. Guck mal hier, die Sohle ist ja nicht mal dreckig. Das sind bestimmt Sportschuhe gewesen. Die Schuhe machen noch einen fetten Eindruck auf jeden Fall, ja. Brooks ist teuer, sagen die. Brooks ist teuer? Ja, Brooks Laufschuhe 150 Euro. Super. Und dann haben wir hier noch einen Haufen... Sehr farbenfroher Mensch. Ja, schön. Also der Typ hat Größe L. Und ich sage dir ehrlich, ist von Tommy Hilfiger. Oh ja, stabil. Von Tommy Hilfiger? Das auch von Tommy, das sehe ich sofort hier. Die Hosen werde ich mir grabben, die ziehe ich an. Die finde ich super. Die jetzt? Ja, die finde ich geil. Auch für den Sommer mit Birkenstock, weiß, richtig Allmann-mäßig. Da sehe ich mich drin, Digga. Das ist eine gute Hose, Digga. Das nee, Polo. Also Tommy Hilfiger, Ralph Lauren... Und nochmal Tommy Hilfiger, das ist schon Geld. Aber das sind auch Sachen für deinen Opa, so, ne? Wenn er da im Garten ist. Ja, aber der hat halt nicht Größe L, der hat Größe XL. Ach so. Eddie Bauer. Schon wieder, den haben wir, am letzten Koffer war schon Eddie Bauer drin. Ja. In welchem Land waren die, dass die da Eddie Bauer kaufen? Weiß ich nicht. Also der Koffer hat auf jeden Fall, wenn man alles zusammenrechnen würde, würde ich fast sogar sagen, dass man vielleicht sogar plus minus null mit den Inhalten. Die North Face Jacke. Die Jacke, die Bose Kopfhörer. Aber was ist das für ein Sperrmüll-Ding? Das ist Sperrmüll. Aber sie funktioniert. Also unterm Strich würde ich sagen, dass man mit dem Koffer, also dass das bis jetzt unser bester Koffer war. Gut, wir haben auch erst zwei aufgemacht. Ne? Jetzt gucken wir nochmal im Unterboden. USA-Koffer, sagen die. Wo wissen die das aber? Wie USA-Koffer? Die sagen alle, es war ein USA-Koffer. Ach so, und die Brille, stimmt. Und die Ray-Ban, ja. Okay. Könnt ihr kaufen. Was haltet ihr davon, Chat? Nur ein kleiner Vorschlag. Wenn wir einen Koffer an die Community verlosen, alles, was da drin ist, kriegt der Zuschauer geschickt. Egal was, selbst wenn da... Boah, das ist geil. Was ich drin ist. Das ist sehr geil. Aber wie losen wir diesen Koffer aus, welcher das ist? Per Zufall nehmen wir irgendeinen. Wir nehmen hier irgendeinen kleinen und dann geht er an die Community. Okay. Machen wir auf jeden Fall noch im Laufe des Abends. So, gut. So, wir haben noch zwei von den kleinen Koffer. Ich würde sagen, Abu macht den jetzt auf, den nächsten kleinen macht René auf. Ja. Oh, das ist ein schicker Koffer. Das ist der blaue auf jeden Fall. Ein blauer? Boah, der ist schwer. Der wiegt auf jeden Fall weit über 10 Kilo. Polo King. Polo. Das ist 11,2 Kilo. 220 Euro. Das ist bis jetzt der günstigste Koffer. Der günstigste Koffer, ja. Dann mach mal auf, Abu. Oh,
Da ist jetzt Jackpot drin, Digga. Okay. Also, ich sehe schon ein bisschen Farbe. Oha. Bling, bling. Oh, das ist... Oh, das ist... Ah, ja. Das ist respektlos, das gerade... Oh, ja. Da ist überall getragene Unterwäsche drin, Digga. Zeig mal, wie das funktioniert, René. Willst du nicht? Ja, ich guck dir zu. Ich schaff das. Ja? Ja. Oh, ich dachte, bei diesem Moment hatte ich Angst. Und dann Abo macht ein Koffer auf, da ist direkt schon Frauenunterwäsche drin, Digga. Was ist das? Eine Handtasche? Ja, aber da gucken wir auch mal direkt. Du weißt doch, wie das läuft. Immer das kleine Fahrrad. Da kommen wir in die alte Fühle. Ja, immer das kleine Fahrrad. Immer das kleine Fahrrad ist wichtig. Okay, was haben wir da? Oh Gott, Digga, wer hat das? Das ist auch ein schönes Kleidchen hier. Da ist sogar noch ein Preisschild dran, Digga. Tatsache. Vestido Mini, $449. Was? Nein. Guck. Das ist Gold. Sag mal her. Nein, $449. Alter Schwede. Und der Koffer kostet 220. Also das legen wir auf meine Seite. Nein. Mhm. Das ist vielversprechend für den Koffer. Ja, aber das geht hier die ganze Zeit weiter, glaube ich. Boah, Abo, das wäre dein Koffer gewesen, Diggi. Das war eine schlanke Person, schau mal. Hier ist auch noch, glaube ich, das passende Bändchen. Ja, also das binden sich dann so im Bauch, ne? Hier, guck mal, Hemdchen. Aber ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt hier jedes einzelne, weil die hat extrem viele Klamotten da drin, ne? Nö, alles mal vielleicht kurz zeigen, ne? Ich glaube, hier kommen nachher auch noch... Was? Ja, so ein kleines Täppchen, Kleidchen, hier so eine... Boah! Ja, das ist... Die Frau wusste aber ganz genau, was sie tragen. Wurde sie vom Hai angegriffen? Aber die hat eine... Also, dicker, meinst du? Ja, also die Hüfte war auf jeden Fall da. So, hier, unspektakulär. Nochmal so ein bisschen pink. Das sind halt alles so eine Kleidchen, ne? Rock. Mhm. Erkenne ich sofort. Also da ist auch extrem viel drin, ne? Ja, das sind sehr, sehr viele Klamotten. Das ist auch ein Röckchen hier. Ich frage mich halt immer, was die Leute dazu bewegt, ihren Koffer nicht mehr abzuholen. Ach, ich traue mich. Es muss hier irgendwas passiert sein. Warum holst du deinen Koffer nicht ab? Boah, Digga, jetzt wird's intens, Digga. Oh, was ist das denn? Was ist das? Lol. Das ist einfach ein Schnellöffner. Ja, das ist, ja. Ja. Passt nicht. Krieg ich auch. Oh, ich brauche ja nicht fragen dann, ne? Ob das euch passt. Da passt mir vielleicht auch meinem Arm oder so. Ja, hier, das Ding ist nochmal im Schwarz und guck mal, wie man das hier aufmacht. Also, die hat auf jeden Fall noch was vor. Ja, das sind alles so eine Röcke hier. Ihr seht ja selber, ne? Ich alles raus, jetzt scheiß drauf. Guck mal, was da unter ist. Da sind nur Klamotten drin, ne? Also, falls irgendjemand noch Bock auf Röcke hat, wir haben ja noch ein bisschen was. Ein paar kurze Hosen auch noch. Hier, alles kurze Hosen. So, jetzt kommt die andere. Ja, genau, nochmal untergucken. Hier ist aber nichts, Digga. Das würden meine Fingerspitzen sofort an. Jetzt kommt die interessante Seite, sagst du? Boah. Machst du Sniffer? Nee, ich wollte nur was trinken. Nee, ich mach auf gar keinen Fall einen Sniffer, Digga. Das ist eine Handykappe oder was? Wie Handschuhe? Nein, das ist ein Ding, ein Hotpan. Aus Latex? Ja, nee, das ist ein Ding. Guck mal, aber das ist offen. Heißt, du kannst direkt. Ist das für den Kopf? Das ist ja keine Unterhose, da kannst du ja durchgucken. Nee. Also so wie die andere Kleidung, hier ist eine Strumpfhose. Ja, ich weiß auch, wofür das ist. Das macht man hier. Kannst du auch wenn wir jetzt vom Gesicht halten, Bro? Was meinst du denn vom Gesicht? Also das ist ein Bikini. Ja, das ist ein Bikini, ja. Ja, und hier sind halt. Oder das sieht einfach aus, ob da nur Seile sind. Oh, hier ist sogar Farbe drin, Bro. Boah. Respektlos, Digga. Das war echt respektlos. Das ist mir zu viel. Warte mal kurz. Oh, sorry, Entschuldigung. Halt doch mal. Nein. Bin normal, Digga. Alles gut. Alter, da war eine Bremsspur vorne drin, nur damit ihr wisst. Das war brenzlig, im wahrsten Sinne des Wortes, Digga. Das war eine brenzlige Situation. Oha, da ist ja noch. Digga, wie viele Klamotten hat die denn dabei gehabt? Ich mache schnell durchlaufen. Ja, mal die Klamotten. Die Klamotten sind halt Dings. Sag mal, das ist... Ja, sehr, sehr schick. Ich muss daher einmal meine Handschuhe wechseln, Digga. Das glaube ich nicht. Das ist ein Body, Digga. Hey, mir mal. Monte, er weiß es jetzt gleich. Digga. Soll ich helfen? Mein Zollstock. Ja, hat daran gelegen. Oh. Und hinten, wie kommt der hinten, Digga? Ja, jetzt. Ist gut? Sitzt gut? Ist, ja. Das lässt jetzt nicht die ganze Zeit an, oder? Ich glaube nicht, Digga. Ne? Aber das Schlimme, also was nicht das Schlimme, aber man riecht diese Person auch noch. Also es riecht nach Frau. Also nicht, dass es schlimm ist, aber man hat ihren eigenen, also man riecht ihren Geruch noch. Ja, ist so. Hat er recht. Aber ich muss auch gleich Handschuhe wechseln. Tut mir leid, ich habe zu oft in den Dings gegriffen. Ich will nicht wissen, was da mit alles gemacht wurde. Oh. Was ist da drin? Lass mich mal nur fühlen. Ja, ich merke schon was. Oder das ist... Schmuck, aber es wäre... Ja, lass mal fühlen. Oder es sind Klamotten...
Oder oh, das ist ein Tanga, Digga, das ist ein Tanga aus Dings. Nein, mit diesen Ketten? Ja. Mach nicht diesen, bitte. Doch. Ich hoffe einfach nur eine Kette. Die Handschuhe. Die musst du vernichten. Nee, ich krieg ganz spitzige Hände, Digga, ganz schrumpelige Hände. Ich mach ohne Handschuhe. Ach, echt jetzt? Ja. Guck mal. Okay. Was ist drin? Voll unspektakulär, einfach so ein Bling-Bling-Shirt, Alter. Aber wieso hat sie das, nur das alleine? Das muss doch einen Grund haben, warum sie das damit eingepackt hat. Was soll das denn sein, Digga? Eine Kacke, Mann. Das ist hier Bauchtanz. Bauchtanzparty von Orgi, der Song ist geil. Ja, hier wieder Kleidchen. Also Bro, aber nur nochmal, nur fürs Verständnis, jetzt no disrespect, Oberteile. Aber was Männer in ihrem Koffer haben und was Frauen, das ist die krass, hat da gefühlt halt einen halben Klamottenladen drin. Ja, aber ich glaube nicht, dass es bei allen Frauen so ist. Das ist schon richtig krass extrem, da sind ja auch nur Kleidungen, wo die Hälfte fehlt einfach. Was für eine Scheiße, Alter, das sieht doch kacke aus. Das sind Schlafkleider. Genau so, ja, das ist hier. Das natürlich. Nachtlige oder Klischee oder genau. Ja, gut, okay. Ahnung, ja, gut, unter der Decke sieht ja keiner. Gürtel, ihr Lieber. Guck mal, wie schwer. Absolute Füße. Guck mal, wie klein, hä? Ja, guck doch mal den Gürtel, was das für. Also, das ist ja. Nee, ist auch wieder von Klamotten, Digga. Aber das ist Preisschild. Aber das ist neu, ja. Das ist neu. Oh. Hä, aber das ist vom gleichen Laden. Das ist vom gleichen Laden. Das muss steht aber kein Preis dran. Aber auch das fühlt sich teuer an, finde ich. So, hier auch nochmal so ein bisschen Dings. Da ist auch noch ein Schild dran. Ja, wieder vom gleichen Laden. Was ist das, so eine Lederweste? Was steht preisschildtechnisch drauf? Gar nichts, Alter. Das ist so ein Scheißladen. Das ist ein Scheißladen. Digga, aber. Bro. Hey, was ist das? Guck mal, wie schwer. Das ist ein Umhang. Das. Nee. Das ist ein Kleid. Fass mal an, wie schwer. Wer zieht sich so eine Kacke freiwillig an? Meine Mutter. Hey, ich habe mich jetzt die ganze Zeit zurückgehalten. Na, jetzt hast du mir Go gegeben. Warte mal, ist sie nicht sogar im Stream? Ja. Oh. Hey, Mama, du hast gehört, ne? Ich meine eine andere Mutter. Ja, ja. Guckt deine Mutter den Stream eigentlich? Nee. Okay, ja, also das, der Koffer. Ja, ist halt nichts. So, du kannst damit einfach einen kompletten Kleiderladen öffnen. Der Koffer war. Also, okay, wir haben hier dieses eine Teil gehabt, was 500 Euro wert war. 500 Dollar. Ob ich es dafür wirklich bekomme, das weiß ich natürlich nicht, ne? Aber das war echt schon. Ihr müsst euch mal diesen Berg hier vorstellen. Das ist krass, ja. Wie viel. Boah, nicht, dass die unterschätzt, aber ist man. Der Koffer sieht aber noch richtig gut aus, eigentlich. Okay. Ziehst du neue Handschuhe an oder scheiße? Nö, ich scheiß auf Handschuhe. Weil das Problem ist, unter den Handschuhen kriegst du so weiche Haut. Das weicht richtig auf, das nervt. Ja, schwitzt. Dann gehe ich lieber Hände waschen. Ja, aber jetzt musst du was? Gerne noch ein bisschen mehr mit der Lupe aufs. Bisschen Zoom, Zoom, Zoom auf Orgi-Style. Okay, dann zeig mal her, was du da hast. Wahrscheinlich wieder ein Frauenkoffer, Digga. das ist, okay, was haben wir denn da? Das ist. Der ist auch so um die 12 Kilo. Das ist Amazon-Basis. Amazon Basic. Hier. Das ist er. 260 Euro, 9,3 Kilo. So, Abu, zeig mal her. Das ist ein Frauenkoffer. Ja. Kannst du den angucken oder nicht? Also ich kann den angucken, ja, aber wenn da Dings ins Spiel kommt, dann. Natürlich ist da Unterwäsche drin. Ja, aber eher jetzt noch nicht. Ey, ein schöner Mantel. Der ist echt schick. Das ist echt ein schicker Mantel. Der sieht gut aus. Oder? Der ist wirklich gut aus. Welche Marke ist das? Promet. Promet, keine Ahnung, was das ist. Schon wieder so eine Hälftejacke. Ja, okay. Zeig mal Monte. So, dann haben wir hier. Warum kriege ich immer Frauenkoffer? Ein schönes so für Nacht oder so. Glaube ich auch, so nachthemdmäßig. Dann haben wir hier so, oh, da ist so ein Preisschild dran von für 14,99, ein Schnapper. Das ist ein Schnapper. 29. Das ist aber eine Tischdecke, oder nicht? Ist das eine Tischdecke, Digga? Ja, ja. Das ist ein Kleid. Sieht aber echt aus wie eine Tischdecke, Digga. Ja, ja. Ja, 29 Euro, Digga, Mülltonne. Mülltonne, auch ein Preisschild dran. Oh, 103 Euro. Sind das auch Euro? Oder ist das hier 103 Euro. Irgendein rotes Shirt. Ein Nightjogger. Digga. Oh, was ist das denn hier für eine Substanz, Alter? Das sieht aus wie Eiscreme. Mülltonne. Okay, dann gucken wir hier in dem. Also der Koffer ist bis jetzt ein richtiger Flop. Okay, das eine kostet 100. Oh, okay. Kosmetikbeutel. Nee, ist Schmuck. Schmuck, ja. Echt? Ja, aber Modeschmuck. Modeschmuck, ja. Billiger Modeschmuck. Was ist das für eine Kette? Napoli, oder? Ja, Napoli von einer Italienerin anscheinend. Oder Benotti. Und das ist Gina Benotti. Ah, scheiße, sie hat Preisschild abgemacht. Das war bestimmt ein Geschenk für jemanden. Mm. Lass uns mal Elektrogeräte und so schmuckmäßig hier hinpacken. Das ist kein Echtschmuck, aber egal. Ja, gut. Aber so ein Modeschmuck. Von Turkish Airlines, ne, ein Beutel. Digga. Ah, dann war sie in der Türkei. Was ist das? Das sieht aus wie Creme, Seife. Creme, Seife aus dem Hotel oder so mitgenommen. Also der Koffer war ein richtiger Reinfall. Bis jetzt ja, Müll. Irgendeine Jeans. Mülltonne. Ja, irgendwie, Digga. Das ist ein Kleid oder ein Oberteil?
Das weiß ich nicht, Digga. Das ist alles Mülltonne. Da ist noch ein Rucksack. Also wenn das jetzt wieder irgendwas mit Dings ist. Ein Kleid in Blau. Weißt du, was hier nicht stimmt an dem Rucksack? Was? Ja. Keine Unterwäsche? Ja. Bist du enttäuscht, oder was? Nee, aber dann hat sie 100% noch einen Koffer gehabt. Ja, oder vielleicht trägt sie auch keine Unterwäsche. Wie Holle, meinst du? Ja, genau. Naja, also der Koffer war bis jetzt eine richtige Enttäuschung. Warte, ja, noch eine Sache drin. Das sind Kabel. Oh Kabel nein, Kabel? Nein. Ich weiß, was es ist. Weißt du? Mhm. Weißt du es wirklich? Mhm. Sofort. Ist das ein Dings? Was? Rasierer? Das ist ein Bügeleisen. Bügeleisen, genau. Ich hätte das Rasierer. 100%ig ist das ein Bügeleisen. Das ist einfach ein Bügeleisen. Ja, wollen die mich verarschen oder was? Was ist das für eine Scheiße? Das ist voll geil. Ein Bügeleisen to go. Ja. Aber wofür braucht man das? Wahrscheinlich, um die Klamotten fresh zu machen. Aber halt, ne? Ich frage mich, was sie da bügeln will. Ich frage mich, wo ihre Unterwäsche ist. Ja, wahrscheinlich im Zweifel. Wieso geht das jetzt hier nicht runter? Aber das war mit Abstand der schlechteste Koffer. Der war unfassbar scheiße, Digga. Und also, das Schlimme ist, dieser Koffer ist noch so ein, der kostet 30 Euro neu bei Amazon. Das war ein richtiger Flop, Digga. Das ist so ein Amazon-Koffer, ja, Digga. Ja, Amazon Basic. Amazon Basic, ja, Basic am Arsch. So, der nächste kleine Koffer. Also der eben war eine absolute Enttäuschung. Ich würde sagen, lieber Leistungschat, diesen Koffer verlosen wir an die Community. Okay. Master Excel, kannst du ein Gewinnspiel aufmachen? Okay, also, das Gewinnspiel ist offen. Diesen Koffer, wir machen es erstmal so ganz kurz. Ich sage euch gleich Bescheid. Wir machen als erstes kurz den Koffer auf. Ach so, die Seite von diesem Blatt hier raus, meint ihr. Das Problem ist, pro Seite sind immer zwei Koffer. Und es kann sein, dass einer noch da... Checkt ihr? Ich sage euch sofort, was ihr machen müsst. Genau, Koffer in den Chat. Genau, ihr habt es schon gepeilt. Koffer in den Chat, alles klein geschrieben, um euch dafür einzutragen. Ich glaube, das ist sogar ein richtig guter Koffer. Digga, das ist der hier. Oh mein Gott. Das nein. Ist ein 1500 Euro Koffer. Na, oh Gott, Digga. Okay. Ja. Ihr habt den Jackpot gezogen, lieber Leistung. Das ist der 1500 Euro Koffer. Das ist ein 1500-Euro-Koffer von Porsche. Ich wusste, ich habe die Rede gesehen, ich wusste das. Ein 1500-Euro-Koffer geil. Von Porsche, den ihr jetzt gewinnen Kilo. Könnt. Das wird jetzt was. Also nur alleine der Koffer wird wahrscheinlich schon 1000 Euro kosten. Ich würde ganz kurz Essen bestellen. Ja, okay. Das hier ist der Koffer. Denkst du, ey, ist das nur so zum Tragen? Nein, ist es nicht. Das ist hier, zack. Und dann machst du das Ding hier auf. Woher weißt du das? Ich sag dir, soll ich dir ehrlich was sagen, ja. Was mein weitestes Reiseziel bis dato war? Bis? Wie viel? Wo? Ich glaube, einmal nach Lübeck, wo Marcel sein Buch vorgestellt hat. Niemals. Ach, ich scheiß auf Reisen. Ich finde Reisen voll kacke. Also ich hasse Fliegen auch. Ich finde irgendwie, wir Menschen haben da oben gar nichts verloren. Nein, so. Null. In der Luft so mäßig. Nein. Aber wie, also es ist, guck mal, bitte, fass mal alleine dieses verdammte Ding hier an. Was, wie krass das ist, so metallmäßig. Ja, ich werde ihn am liebsten selber gerade aufmachen. Das ist schon krass, ne? Ja. Aber ist das der teuerste Koffer, den er hier hat? Ich glaube, das ist einer der teuersten. Blätter mal durch. Ich glaube, da war nur einer für 1,750. Ja, wir blättern mal durch. 1,550. Okay, ja, genau das Gleiche. Also, da war aber ein, glaube ich, ein bisschen teurer noch. 1,7 oder so. Nee, das ist der teuerste Koffer. Ja, zwei Stück von 1,550. Das ist der teuerste Koffer. Ja, das ist geisteskrank. Stabil, Mann. Das ist sehr, sehr allein der Koffer, ne? Das ist ein Porsche-Koffer. Das ist ein Porsche-Koffer. Ich hab nicht mal einen Koffer, fällt mir gerade mal so auf. Ich habe halt Panik, dass wir echt nicht einmal Schmuck abgreifen oder so. Da kommt so ein bisschen dieses alte Oldschool-Feeling hoch. So, ne, wenn man damals so die Autos geöffnet hat und da die Handtaschen rausgeholt hat und so. Die Autos geöffnet, warst du Kfz-Mechatronik? Ich war Kfz-Mechatronik, ja, nee, aber davor war ich Kfz, also ich war nicht. Hast du die mit Feuerstein immer geöffnet vom Feuerzeug gegengeworfen? Ja. Oder ich hab meine Geräusch rechte Kniescheibe. Nicht, ne? Rechte Kniescheibe. Also ich weiß nicht, was man da mal raus, ob man auch raussuchen kann kurz, was der Koffer kostet, aber der Koffer selber, weil er von Porsche ist, wird schon teuer sein und Bares für Wahres, Digga. Nur damit ihr nochmal realisiert, die Koffer haben 15.000 Euro gekostet, die Halle mieten kostet Geld, den Transporter mieten kostet Geld. Klar, ich verdiene gutes Geld, mir geht's gut, versteht mich nicht falsch. Aber was ich von euch richtig korrekt finden würde, wenn ihr erstens einen kostenlosen Follower hier auf dem Channel da lässt, kostet euch 0,0 Euro, einfach das Herzchen drücken und... Wenn ihr habt, checkt es gerne nochmal aus, denn Twitch Prime ist kostenlos. Wenn ihr einen Amazon-Account habt, könnt ihr euer Twitch-Konto mit Amazon verknüpfen, wenn ihr Prime habt. Und ein Streamer eurer Wahl pro Monat kostenfrei subscriben. Also checkt auch gerne aus, ob ihr noch einen Amazon Prime für diesen babamäßigen Content hier überhaupt. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. 3, 2, 1, dicht. Master Excel, schreibt mir bitte, wer gewonnen hat. Kaisi 030.
Kaisi 030, bitte ein Emote in den Chat reinposten, damit ich weiß, dass du da bist. Das ist crazy. Okay, er ist da. Kaisi, das ist dein 1.500 € Koffer. Ich bin so gespannt. Oh, moin, vorne gar nichts, oder? Ja. Komplett alle, Digga. Aber der ist noch gut erhalten, der Koffer auf jeden Fall. Schöner Koffer. Was der am Ende kostet, wissen wir nicht. Müsst ihr ja selber rausfinden. Aber wir hoffen natürlich, dass der Inhalt brachial ist. Ich glaube, du musst ihn mal hinlegen und dann von oben nach unten öffnen hier. Warte, hier oben ist noch. Na, ja, auch leer, perfekt. Auch leer. Oh, oh. Wahrscheinlich voll der Flop, Digga. Zwei Unterhosen drin. Ich sag ja, ich denke, das wird so ein Kleidungskoffer sein. Okay. Ich erkenne gar nichts. Wie kann man so krass seinen Koffer einpacken? Okay. Sieht ernüchternd aus. Ja, warte mal. So eine schöne Rolex einfach, Digga, auf entspannter. Hier sehe ich schon die Zahnpasta an den Seiten. Da ist auf jeden Fall Zahnpasta drin. Das sieht ja gut, Zahnpasta kann man immer gebrauchen. Das ist okay. Okay, hier haben wir von Bulgari, ein gutes Parfum, aber oder Bulgari oder wie scheiße. Ja, guter Duft, aber halt schon gefühlt nur noch eine Probe. Also Tester. Ey, mit dem fotografiere ich mich ab. Der riecht sehr richtig, Baba, ja. Das ist Rasierschaum gut. Noch ein bisschen. Deodorantroller, den hast du gewonnen. Lieber nicht mehr benutzen. Daisy Love, irgendeine Creme, Haargel. Was haben wir hier drin? Eine Zahnpasta. Ich habe sie gecallt. Rasierer und Zahn. Oh, die ist doch ganz voll, Digga. Ja, das ist eine gute. Fantastisch. Ja, die ist gut. Die würde ich sogar noch benutzen, sag ich ehrlich. Ja. Echt jetzt? Ja. Zahnpasta kann man nie zu wenig aber alles, was im Mund kommt, würde ich nicht nochmal benutzen. Ja, aber es war ja noch nicht im Mund, es kommt ja nur im Mund. Du meinst, weil die Zahnpasta da so dran schreit, die Zahnbürste so dagegen? Ja, ja. Okay, Hugo Boss. Neues T-Shirt. In Größe M. Kaisi, ich hoffe, du bist nicht dick. Größe M. Schmeißt du die Sachen eigentlich auch so in die Wicken, wie die anderen Sachen? Auch Bosshose? Nee, das muss ich beiseite. Okay. Hugo Boss Hose in Größe M. Also stabile Kleidung. Auf jeden Fall, aber die ist wirklich skinny. Die ist sehr, sehr skinny. Dann haben wir hier Arido in Größe 39, irgendein Hemd. Wieder irgendein Hemd. Mali unterstrich U spendet 10 Euro. Dankeschön. Kannst du von dem 10er bitte Rena ein Elefantbier holen? Mali, danke dir. Arido nochmal, keine Ahnung, was das ist. Seidel, keine Ahnung. Dann haben wir hier. Der hat Kleiderbügel mitgenommen. Dann haben wir hier ein etwas teureres. Oh, das ist richtig Samt. Samt, ja. Es könnte teuer sein von der Firma. Kann ich gar nicht erkennen. Hier. Nee, Harsburg. Harsburg. Kann das ja über googeln. Habsburg. Habsburg. Ja, das war's, Digga. Der Koffer ist ein absoluter Flop. Von Steinbock. Dann noch irgendwelche Schuhe von Dirndl und Buhr. Dirndl und Buhr, wenn das keine 500 € Schuhe sind, weiß ich auch nicht. 1.700 €. 1.000 € kostet das hier. Das Ding kostet. Ja, guck doch mal, hast du einmal gesehen, wenn jemand so seinen Koffer verpackt? Der hat zwei Schuhe jeweils in einem Dings. Ich weiß nicht, ob man das sieht in der Cam. Der hat hier seine Schuhe drin. Der hat in den Schuhen nochmal so ein Ding. Also das müssen auch teure Schuhe sein. Die sind von Dirndl plus Buhr. Guck mal bitte kurz. Die sind 100% handgefertigt. Zu 100%. Hier ist noch. Ja, es ist Unterwäsche. Guck mal bitte nach den Schuhen. Ich guck nach den Schuhen. Ich schreibe mal das Excel. Die Jocke kostet 1.450 €. Alles deswegen ist es, glaube ich, kein Flopkoffer. Dirndl und Buhr Schuhe, Herren. Ist echtes Leder auf jeden Fall. So, warte. Das sind die hier, 229 €. 229 €, ja. Aber die Jacke ist teuer und wir hatten noch eine davon, also von der anderen Marke. Hier haben wir von Steinbock. Da getragene wir Unterhose mit Schamhaare. Nee. Hier, nimm doch mal hin. Richtig lange Dinger drinnen. Boah, Alter, wenn ihr das hier, ich habe die direkt gefunden. Welche? 450, diese hier. Guck mal oben den Verschluss. Die Steinbock? Ja, ja, Steinbock, 450 €. Also der weiß, das ist auf jeden Fall ein sehr gut verdienter. Also vom Kofferinhalt ist es vielleicht erstmal ein bisschen ernüchternd, weil man sich natürlich erhofft, irgendwie auf Bargeld oder teuren Schmuck. Aber die Klamotten. Aber wer legt Bargeld in seinem Koffer? Ja. Also checkst du? Aber die Klamottenstücke als solches sind mehr wert als der Koffer. Die sind krass. Also, Kaisi oder wie du hieß, musst du halt bei eBay ein bisschen dich anstrengen, aber an für sich ist der Koffer ein bisschen was wert gewesen. Stellen wir das beiseite. Den müssen wir separat beiseite stellen, damit ich weiß, dass es vom Zuschauer ist. Tasche vor den Klamotten. Wir haben eben geguckt, der Porsche-Koffer hätten wir gedacht, wäre teurer, aber der lag so bei 300 €. Willst du den hier? Macht ihr kurz den Koffer auf, guckt nach, was der kostet. Ich bestelle jetzt nochmal Essen. Bei dem gleichen? Ja, da läuft jetzt alles. Okay, sehr geil. Aber wenn das jetzt ein Frauenkoffer ist, ne? Oder dann weiß ich auch nicht. Die Farbe sieht schon wieder. Das ist, 220 €, 9,4 Kilo mit 4 Rollen. Ja, dann. Aber der ist schon sehr mitgenommen auch, ne? Sie oder er ist oft gereist. Sie.
Meinst du? Ja, ist die Farbe. Die Farbe 100 pro Sie. Oder das, ja. Ja. Ich habe 3 Koffer aufgemacht, 3-mal Frauenkoffer. Und ich hatte am meisten Angst davor. Aber da musst du jetzt durch, Digi. Was ist das hier? Mach auf, hol raus. Oh. Genau so sieht sie auch aus. Das ist doch genau, schön für Kinder. Ja, ne? Genau so. Kinder. Ja, wunderbar. Krass, das ist 100% eine oder ist ein Kinderkoffer. Physiklehrerin. Ja. Achso, ich habe ja Handschuhe an. Ja, aber warte mal, darf ich mal ganz kurz? Ja, mach. Aber wenn's was ist das für ein Q-Tip? Sind die mal weich geworden oder sind die wirklich so? Sind die mal nass es geworden? Es gibt große. Ja, du musst da mal wirklich durch. Du musst mal über deinen Schatten springen, Digi. Das sind Fremde und Frauenunterwäsche, das ist nicht mein Ding. Nee? Nein. Das ist ja. Okay, ja gut, jetzt kommen schon die Unterwäsche. Zeig mal her, wie krass die sind, die Sachen, René? Das sind doch Kinderklamotten, oder? Ja, dann will auf jeden das Fall. Das sind Leute, das sind Kinderklamotten, Alter. Ja, das sind Kinderklamotten. Dann lass uns mal weg von der Unterwäsche und sowas gehen. Ja, würde ich auch sagen. Sondern direkt hier. Also hier sind Socken drin. Das sind immer so weniger, die haben das vergessen das einfach. Socken. Ja. Ja, da will ich jetzt auch. Also bei Kinder. Weg. Will man nicht so genau gucken, ich check, was du machst. Aber cool, sie ist eine sehr ordentliche Mutter. Oder Vater. Sehr. Guck mal hier, Api. Api, du hast deine Sachen vergessen. Ja. Api. Cool, aber Kinderkleidung? Ja, nee, da will ich auch nicht so. Da bin ich auch so ein bisschen. Nee, wir sind bei Spenden immer gerne gesehen. Ja, das, ja. Das ist so. Kinderkleidung braucht man immer. Hier ist Mama. Das ist die Mutter. Das ist Mama. Das ist die Mutter. Jetzt haben wir Mama. Da greife ich beherzt. Ja. Da habe ich kein Problem. Das ist so. Api. Api. Das sind deine Muttersachen. Ja, das ist hier so ein Dings. Guck mal, auch so ein Komplettanzug. Physiklehrerin. Ja. 100%. Ja. So eine Samba-Tänzerin. Ja, hier ist halt auch nichts Spektakuläres. Wie teuer war der Koffer? 220, das ist mit der günstigste. Ja, das ist okay. Das sind Kinderklamotten, alles Leute. Ich meine, das ist nichts Spektakuläres. Schade eigentlich. Von einem auf den anderen Tag Hälfte Kleider von den Kindern weg. Ja, ist so. Oder seht ihr Kind im Urlaub vergessen, dann ist ja scheiß auf den Koffer. Das ist nicht nur ein Kind, das sind mehrere. Das, ja. Nee, Kinderkoffer. Also das Kinderkoffer. Ist ein Kinderkoffer, aber von einer Mutter. Und wer hat den aufgemacht? Frag mal kurz. Ja, ist kann man machen. Oh, hier. Yeah. Und, ne, das siehst du, einen süßen Sohn hat sie und Tochter, das sind ja aber mehrere. Aber das können auch Mädchen tragen, in dem Alter. Ja, aber ich glaube, so sie hat zwei. Weil guck mal, hier ist viel zu viel auch von so Jordan, Jungsfarben. Alter. So, checkst ne? du? Ja. Ich denke auf jeden Fall, und viele Socken, das sind mehr als zwei plus. So, jetzt gucken wir mal, ob das Taschengeld noch hier irgendwo ist. Schnuffeltuch. Nee, ich habe das T-Shirt genommen. Ja, Leute, das ist hier, wie gesagt, ne, das ist hier Pyjama, das ist hier T-Shirt, das sind hier noch vereinzelt Socken. Aber es ist hier halt kein Taschengeld, gar nichts. Also der Koffer war auf jeden Fall Jarak, Digga. Ja, das ist, was hat er gekostet? 2,20, mit der günstigste. Ich habe dir auch was mitbestellt, Lennart, ne? Salami, gut. Dann, lieber Livestream-Chat. Die Nummer ein wieder hier. Wir gehen eine, seid ihr bereit? Pause, Champ. Wir gehen eine Nummer höher. Das waren jetzt die kleinen Koffer. Wir haben noch 4 mittlere Koffer. Wie, das sind jetzt schon eine Nummer größer? Das ist eine Nummer größer, ja. Wo haben wir das Taschenmesser, Jungs? Ah, hier. Oh, hab ich nicht gesehen. Absolut unlustig. 205 Euro. Das ist der günstigste Koffer von allen. Das ist bis jetzt der günstigste Koffer, 205 Euro. Aber so. Sind die alle aus der gleichen Auktion oder sind das so? Achso, okay. So. Aber die sind ja doch nicht gleich vom gleichen Flugzeug. Nein. Digga, aber manchmal stellst du wirklich so Mäuschen mal erfragt. Ich kann mir aber nicht richtig vorstellen, dass man einfach seinen scheiß Koffer da lässt. Na, klar, natürlich, 25 Koffer aus einem Flugzeug von 100 Passagieren, ist klar. Das wäre krasse Quote, nee, das klingt nicht logisch. Ja, nein, es klingt nicht logisch, dass das so ist. Oh, guck mal, hier auf diesen Dingern steht doch immer... Ah, ja! Sollen wir mal gucken, was haben wir hier drin? Das sieht... Oh, Gott. Wieder so ein Bro. Kind. Bro, was ist das? Hier, zieh mal dran noch, unten. Digga. Nee, ne? Zieh mal dran. Ja. Wenn sie sieht, dass wir Streamer sind. Ja. Wie? Okay, also, ich weiß nicht. Oh, das ist aber süß hier. Oh. Handpüppchen. Hey, das ist cool, ja. Ich hab dir eine Salami-Pizza bestellt. Also das ist hier süß. Ja, Babyklamotten. Ist sogar neu. Nee, Quatsch, die Puppe ist neu. Ja, es ist alles Babyklamotten. Aber für diese Spende ist es Baba. Super. Das ist alles Babyklamotten. Da wird sich irgendjemand, irgendeine Familie drüber freuen, weil wir spenden das alles.
Also dafür haben wir natürlich, also was heißt keine Verwendung? Das wird alles gespendet für wohltätige Zwecke. Digi, das ist, also man hat, Bro, was ist los? Das ist ja alles, man hat das Gefühl, das sind so Händlerkoffer, weißt du, wie ich meine? Ich glaube einfach wieder, das ist wieder eine Mutti mit ihrer Tochter. Ich habe keine Jungskleider bis jetzt gesehen. Gut analysiert. Ja, ich habe ja auch 5 Kinder. Um Gottes Willen. Das ist ein Handtuch, so eins habe ich auch, das ist voll süß. Genau sowas habe ich zu Hause. Oh, das ist cool, Digga. Ja, das ist richtig cool. Das ist so ein Kinderhandtuch mit so als Umhang. Auch für den Sommer gut, wenn die dann mal so in der Sonne rumlaufen, so als Sonnenschutz. Elektrogeräte. Schließt du hörst du nicht die Glocken? Ding, dang, dong. Ja, Mann. Ding, dang, gut. Dong. Danke. Ist gut. Der hat gut. Packen wir es auf die Elektroabteilung? Ich glaube eher nicht, ne? Was ist das? Das ist neu. Irgendwelche Kämme und so. Ja, das, also das werden wir alles spenden. Das geht alles. Das ist hier alles Babyklamotten. Ja. Boah, riecht gut. Ein absoluter Griff in die Toilette, der Koffer vom Wert her. Irgendeine Familie wird sich darüber freuen, weil wir das hier spenden werden, ne? Bleib das Fressen, Mann! Hab Kuhdampf! Oh, Maschallah. Will ich anfassen. Wir müssen mal gleich... Ja. Was machst du denn da, Digga? Das Ding ist übelst am Wackeln. Da wird im Chat ganz schwindelig. Ja, die denken auch, ich bin irgendwie gesprungen oder so. Wird euch schlecht, Chat? Wenn euch schlecht wird, schreibt rein, danke, Lennart. So. War das schon ein großer Koffer? Das mittlerer. Nee, das war nicht mal ein großer Koffer. Mittlerer. Okay, René, mach einen auf. Komm. Oh, der hat Gewicht. Oh. Was war das Auto? Macht nichts. Coveri Moving. Ich glaube, wir haben nicht so viele Reise. 370 Euro für den Koffer. 370 Euro. Ja, wenn das die mittleren sind. Oh, ein Frauenkoffer. Boah, das ist ein ganz, ganz eigener Geruch auf jeden Fall. Oh, oha, geil. Ey, danke dir. 50 Euro. Sehr, sehr nett. Jetzt sehe schon Schatulle. Ich habe den richtigen Koffer. Also es war auf jeden Fall eine sehr beleibte Frau. Boah. Ey, guck mal den Elefanten. Wie cool ist der denn? Zeig mal den Elefant aber. Hier ist so. Der Elefant ist Hammer hier. Hier ist so Holzschnitzerei. Das finde ich ganz cool. Aber warum immer nur fette Tiere? Weiß ich nicht. Willst du das aufmachen? Das ist hier Dings Porzellan. Ja, mach auf. Gucken wir rein. Gerne auch reinzoomen, Lennart, dann in solchen Situationen. Die dreiste Unterstrich hat 50 Abos verschenkt. Oha, Digga, der übertreibt ja voll. Danke dir, mein allerbester Jutster. Ja, hier jetzt scheint wohl irgendwie, keine Ahnung. 370 Euro hat er gekostet. Mal gucken, was haben wir da. Boah, schön. Sieht richtig schick aus. Auf jeden Fall handbemalt. Handmade steht auch dick drauf. Ist eine schöne Schale. Eine Tasche hat sie sich gegönnt im Urlaub auf jeden Fall für 50 Euro. Euro, das heißt, sie war irgendwo in europäischen Ländern. 50 Euro Handtasche, Müll. Wieso? Das ist für den Durchschnittsverdiener voll. Also, okay. Das ist hier so ein kleines Hemdchen. Kostet? Das sieht von Sarah. 39. 40 Euro. Distanz. Sarah? Ja. Hier sind ein paar kurze Gläser. Sperrmüll. Immer, oh. Ah, sie war in Barcelona anscheinend. Barcelona. Auch aber von Sarah. Ja, aber es war nicht spektakulär. 40 Euro. Guck mal, wo ist war sie da? In Frankreich war die, ne? Guck mal, in Paris. Ja, aber von wann ist der Kassenbon? Am 14.07.2023. Oder einfach Poseidon. Ja, Poseidon, aber seine Beine, ne? Seine Füße sind ja gebrochen. Seine Füße, sind da noch drin? Nee. Sind die nicht drin? Nee, sind nicht drin. Oh. Ja, das ist scheiße. 10 Euro. Ist leider kaputt. Ja. Ist aber auch relativ... Ups. Ist auch relativ unspektakulär, der Poseidon hier. Ja, wieder eine Tasche, aber so auf 0,50. Ja, also von der Qualität auch nicht gut. Müllteil. Da ist er irgendwie schon so 1500 Jahre alt. Okay. Was ist das, Parfüm oder was? Das ist Valentin, das sieht so aus wie Parfüm, ja. Zwei Stück sogar davon, ja. Fühlt sich auch nicht wie Parfüm an. Oh, was ist das? Sieht aus wie Deo. Auf jeden Fall noch nicht geöffnet gewesen. Oh, das riecht aber gut. Das riecht gut. Das riecht sehr gut. Ja, das ist genau dasselbe. Mülltonne umsonst. Ja. Glätteisen. Ja, doch, verschiedene Parfüms. Hier ist noch ein drittes. Ah, das sind aber so richtig so süß, so weibliche. Ertäule. Riech mal. Oh, finde ich zu doll. Das riecht nach Lippenstift oder so. Ja, das riecht nach Schwanz. So stelle ich mir einen Schwanz vor. Schulunterstände 10 Euro. Glätteisen? Ja, da bin ich natürlich. Glätteisen, Elektro. Ich sag, da sind Ohrringe drin. Was ist irgendein Modeschmuck drin? Ja, Modeohrringe so. Murano Glas. Ach, toll, Alter. Das aber sieht süß aus. Ja, toll. Kannst du aber trotzdem nichts von kaufen. Ich mag die Optik von diesen Armbändern sehr gerne. Sieht schön aus. Ist nichts wert, aber sieht von der Optik, finde ich schön. Pack doch rein. Das packe ich auf jeden Fall beiseite. Das genau. Kann man irgendwie, das ist schön. Digga, Bruder, bitte zoom näher ran. Hast du nicht rangezoomt, Lennart?
Aber nicht, wie viel zoomen kannst du denn? Wir müssten sonst ein anderes Objektiv ranmachen, Chat. Ihr müsst euch mit dem Zoom abfinden. Was ist Ja, Dings, guck selber. Da. Sieht aus wie so ein Dings. Das habe ich da rausgezogen. Und dann war, das kann man ruhig zeigen, das ist kein Problem. Du hast einen Flaschenöffner in Penisgröße, in Penisform. Und ich finde auch auf echt, also ich finde das ein echt großer Öffner. Oder? Ja. Würdest du sagen, der ist groß? Der ist sehr, sehr groß. Und vor allen Dingen extrem dick. Ja. Bruder, hier hast du deinen Parfum. Ja, das können wir hier zu den anderen hast Sachen legen. Hast du gerade einen Penis in der Hand? Nein, habe ich nicht. Ja, hier sind noch so zwei verpackte Barcelona-Pullover. Finde ich auch mal von Barcelona? Von Barcelona. Boah, das ist krass. Ne? Ich kriege hier richtig die Hausstauballergie, Digga. Das stimmt, von irgendeinem Merch oder so. Das sieht sogar teuer aus. Boah, das sieht wirklich teuer aus. Sieht super Franco aus. Ponte di Lavita. Mit so einer Pumpe hier. Ja, das sieht teuer aus. Warte mal, ich google das mal ganz kurz. Also wenn Google das nicht kennt, dann weißt du, das ist Sperrmüll. Ja, das ist doch. Ja, was ist das? Ich krieg das da nicht raufgeschraubt, scheiße. Mülltonne. Nee, ich glaube, das ist Sperrmüll. Das ist 100% von diesen Händlern, die draußen stehen, so ihre Stände haben. Das war wirklich sehr unspektakulär, ja. Auch noch ein paar Filme. Ein paar Postkarten. Mal. Oh, das ist cool, glaube ich. Oh, hier ist noch so ein Dings. Ein kleiner kurzer für Opa vielleicht. Ja, das sind so Poster. Ja, einen Blick ganz kurz. Warte mal. Das ist Barcelona. Das sieht doch eher nach Italien aus, oder? So, hier würde ich jetzt sagen, ist der Schmuck drin. Ich sage, da sind die Pflegeutensilien. Meinst du? Boah, Bruder, hast du dir ein zweites Gesicht gemalt damit? Hier auch wieder so ein Bändchen. Das kann man Marcel ja mal rausnehmen. Guck mal, das ist geil. Das ist ja richtig cool. Das ist wirklich voll so geil. Schlau. Das ist richtig gut gemacht. Oh, Bruder, wie hat sie sich die Zähne geputzt? Guck mal hier, den Rasierer mit Schamhaaren. Für wie viel Euro würdest du dir das im Mund stecken? Gar nicht, Digga. Ja, es ist Müll, weil es so ja, das ist total Scheiße, Digga. Also, es ist absolute Pisse. Gixens unterstrich Cox spende 10 Euro. Maul. Sind die Spenden von gestern bei dir angekommen, Renne? Ja, 3,73 Euro. Okay, alles rein. Also der Koffer, also okay, ich muss sagen, die Schale, auch wenn die nichts wert ist. Die ist schön, die ist sehr die schön. Die ist so schön. Ja. Aber ansonsten ist es echt Mülltonne gewesen, also, dass der Koffer. Dass das auch gerade wieder runterfallen muss. Das ne? ist Bro. Wieso kauft sie sich aber so einen Dosenöffner? Ich check das. Also ich will Warum nicht, Digga? Weiß ich nicht. Als Running Gag. Also bis jetzt, lieber Livestream-Chat. Warte, Monte, jetzt bist du wieder dran und danach ich. Ja, okay. Wir hatten noch nicht dieses Oh mein Gott. Nee, dieses Oh mein Gott hatte ich noch nicht. Nee, oder hatten wir noch nicht. Okay, nächster Koffer. Sind noch perfekt, noch zwei Stück. Der Koffer ist von American Tourist. Und der ist auf jeden Fall ein bisschen größer. Auch wieder. American Tourist. Koffer mit vier Rollen. 550 Euro. 550 Euro. Der ist aus den USA. Der ist aus den USA, aus den United States. 12,5 das, Kilo. Da hat Lennart ein bisschen drauf geschielt und hat gehofft, dass da ein bisschen Kamera-Equipment drin ist. Okay, was haben uns die Amis zu bieten? Ja. Die Amis haben uns, wir sehen hier vielleicht, nee, es sind keine iPhone-Kopfhörer. Aber Hanni-Schuhe? Müll. Oh. Da ist noch was am Schuh. Nike mit Pferdemist unterm Schuh. Nee, das sind, ey, das sind Dings da. Air Jones. Das Calvin Klein. Also das ist schon mal Baba. Calvin Klein Trainingsanzug. Calvin Klein Hose. Bisschen auf, keine Ahnung. Oldschool irgendwie? Oder ist das Calvin Klein? Nee, Zara einfach nur. Die Digga. Wieder Calvin Klein. Was soll denn das sein, Digga? Das ist für eine Dame. Das siehst du auch an der Schuhgröße. Stimmt, das ist von einer Frau. Ja, das ist von einer Frau. Ja, ja. Dann haben wir hier ein original verpacktes Clinique Happy Parfum. Keine Ahnung, was das ist. Sag mal, Eau de was? Da steht ja nicht mal. Da steht nicht Eau de Parfum oder Eau de Toilette drauf. Parfüm. Eau de Parfum wäre wenigstens noch. Schenke deiner Mama. Mama. Ja, Jeans, also Klamotten halt. Levi's T-Shirt. Das heißt eigentlich Levi's. Ich nenn's Levi's. Ich nenn's Levi's immer. Mein Vater auch. Armani-Schuhe. Welche Schuhgröße hat die Frau? 38,5. Irgendein Oberteil noch von Zara für Fuffi. Das sieht aber aus wie die hässlichste Tischdecke. Für 60 Euro. Oh. Reduziert auf 39 Euro. Dann haben wir hier, was ist das? Das sind so ein auf AirPods. Bro, ich muss die mir nicht mal ins Ohr stecken und sehe schon, dass die wehtun. Jabola! Weiß ich jetzt nicht, ob das Highlight ist, Digga. Oh, warte mal. Oh, hier ist ein USB-Stick drin. Hey, genau den gleichen habe ich auch. Wusste gar nicht. Von Sandisk, genau den. Witch-Kanal hat stabile Latzhose, mein lieber D. Steckt man den einfach so im PC? Ja, das ist ein USB, ganz normaler USB-Stecker. Okay, jetzt die Seite. Die schreiben Bitcoins, ja. Sah auch aus wie ein Bitbox, ne? Oder wie ein Ledger. Magnete. Oh, cool, die sind Hammer. Magneten, okay. Was ist das hier? Elektrosachen machen.
Was ist das? Gemove, zeig mal von vorne. Das ist ein Kamm. Das ist ein Kamm. Ein Kamm? Das ist sogar ein teurer Kamm, glaube ich. Ist er benutzt? Ist das ein teurer Kamm? Der muss teuer sein. Also wenn er in so einer Schachtel ist, meine Schuhe sind nicht mal so gut verpackt wie der Kamm. Ich glaube nicht, dass der teuer ist. Guck, ich zeig dir jetzt. Gemove. Oh, warte mal. Oh, ja, ich komme sofort. Da unten sind chinesische Zeichen. Danke, drauf. Ciao. Okay, macht ihr ganz kurz weiter. Schleifgeräte? Sag mal. Ja, für Nägel. Das ist auch wieder China. Ja. Sie hat, also entweder hat sie bei Dings bestellt, Temu, oder noch eine Brille von Prestige. Ja, die sieht aber versibbelt aus. So, warte mal, ich will erstmal das Bild selber angucken, bevor da... Oh. Oh mein Gott. Kann ich das zeigen? Ja, doch, ist nicht schlecht, ne? Soll ich das zeigen? Ich würde. Sicher? Ich würde, ja doch. Ich bin aber auch hart im Nehmen, ne? Einfach, aber auf ja, deine Verantwortung. Ja, alles gut, mach. Also ich habe da kein Problem mit. Irgendwas Spannendes musste ja sein. Parfum. Da sind die... Oh, okay, da gehst du ran. Boah, diese Geruch von Schminke, ne? Ich kann das nicht ab. Ja, genau, Schminke, danach riecht das. Boah, Mann, das ist... Ja, es riecht halt so richtig nach Mädchen. Was ist das hier aber? Richtig nach Mädchen. Ich dachte, das ist irgendein Akku oder so. Ja, wunderschön. Das ist so ein Strampler, den hatte Marcel gestern auch an zum Fahrradfahren. Den hatte... Einfach ein Schuhlöffel? Ich weiß... Kartoffelschaber. Du weißt, was es ist, ne? Was? Ich glaube, das ist für Hornhaut. Ich meine es ernst. Ist wirklich für Hornhaut. Dann kann das schmeißen. Ich habe sowas noch nie benutzt, Alter. Ich bin zum Glück, ne, mit Hornhaut nur an den Händen. Eine Brille. Oha, ne, die sieht cool aus. HDO. Das ist deiner noch. Also bis jetzt ist das komplett Simmel. Ey, das riecht gut. Ja, das riecht süß. Das riecht lecker so. Vom Vanille so. Okay, du sagst mir aber jetzt, wozu das ist. Weißt du das? Ich würde sagen, dass irgendwas zum Häkeln oder so. Nee, ich weiß nicht. Nee, weißt du so? Hm? Für die Überreste von deiner Haut, von den Fingern. Damit machst du dir ab. So. Echt? Ja, ja. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Mann, doch, Chat, ihr wisst, was ich meine, ne? Ist ja wieder nur Scheiße drin. Das sieht so eine Sackhose an, Mann. Boah, wie soll ich jetzt bei dem Geruch hier arbeiten? Ja, deswegen will ich auch schnell machen hier, im Schnelldurchlauf. Aber das ist sowieso ein Sibbelkoffer. Also, außer die Schuhe, die können wir mal hier zur Seite stellen. Weg mit dem Dreck. Okay, Chat. Wir machen eine ganz kurze Essenspause, also wir bleiben live, aber wir machen eine kurze Pause, was die Koffer angeht, setzen uns jetzt hier hin und schmatzen richtig fett ab. Aber vertraut mir, Lennart, bist du am Start? Einmal für Abu, ganz alleine, Pommes und Chicken McNuggets. Eine schöne Pizza mit Jalapenos, doppelt Käse und Mais für René. Eine Pizza Salami für Lennart. Dann haben wir hier eine Pizza mit doppelt Käse, Paprika, Mais, Zwiebeln und Champignons für mich. Und dann haben wir noch eine Pizza Sucuk mit Jalapenos für Abu. Oh, riecht der Sucuk gut. Also Sucuk, da kann ich auch Sucuk? Ja, die Sucuk-Pizza. Sucuk ist richtig krass. Riecht richtig gut, ja. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, lieber Livestream-Chat. Die Hände waschen, Digga. Ah, scheiße, ich was drauf. Ja, habe ich aber auch gerade gemacht, Digga. Nö, ich scheiß da drauf, Digga. Das härtet mich ab. Mhm. Heiß? Nee, kalt. Hä? Ach so. Boah, guck mal, die geile Zutat, Abu. Ja, Digga, ja, wirklich. Chat, ihr hättet gestern dabei sein müssen. René, Digga, ist mein Zeuge. Bro, wir haben gestern den IRL-Stream gemacht und haben ihn beendet und sind mit der Bahn dann nach Hause. Wir setzen uns in die Bahn rein und da sitzen drei Jugendliche zwischen 17 und 18, völlig eingetrunken, gekifft. Und der eine fragt wirklich René, halt dich fest. Er fragt René, ey Bruder, warst du wirklich 10 Jahre im Bau? Und René sagt so, wie? Ja, warst du wirklich 10 Jahre im Bau, Alter? Und dann sagen wir, wie im Bau? Hier im Gefängnis. Und wir sagen, aber es ist damit gemeint Baustelle. Ja, und wir sagen, nein, Bro, er war 10 Jahre auf dem Bau. Er war 10 Jahre im Bau. Ach so. Ja. er war richtiger Knasti, Alter. Ja. Und so war ich hier sitze. Wir haben gestern so einen heftigen Lachfleisch geschoben. Digga. Aber den bräuchten wir, Digga. Den bräuchten wir jetzt hier. Digga, da sitzt, in dieser Gruppe sitzt ein Typ, der lächelt die ganze Zeit. Und lacht, Lachfleisch, der ist voll high. Und ihm fehlt ein Zahn hier vorne. Oh. Und ich sag, Bruder, hast du einen auf die Schnauze bekommen oder was mit deinem Zahn passiert? Und dann sagt er, no joke, nee, Bruder, ein Kollege ist mit Arsch auf mein Gesicht und dann verloren. Ist mit der Hose hängen geblieben. Der ist auf ihn gefallen und ist mit der Hose hängen geblieben und hat den Zahn rausgezogen. Und der sitzt da völlig zu. Und ich sag ihm, Bruder, ich kann mich nicht mit dir unterhalten. Hier ist noch, wenn ich jetzt dich anguckt und du lächelst, denke ich, irgendein Kollege hat den Arsch bei dir. Also es war so lustig, Chad, ihr hättet das mal sehen müssen. Es war unfassbar lustig gestern noch danach. Hey Chad, erstmal möchte ich richtig dickes Dankeschön sagen. Mir entgeht natürlich auch nicht euer Support
Und ich hoffe, dass ihr den Stream hier enjoyen könnt, dass ihr das Kofferöffnen enjoyt. Das war echt ein Herzensprojekt für mich. Ich habe da richtig Bock drauf gehabt, wollte es aber auch richtig machen alles. Und das hat alles ein bisschen länger gedauert. Aber es macht so unfassbar viel Spaß. Master Axel, mach nochmal ein GW auf. Aber ich schreibe dir bei mit welchem Kennwort. Ich schreibe dir bei WhatsApp. Fastfood ist so geil, Digga. Als kleines Dankeschön nochmal für den unfassbaren Support. Auch richtig korrekt, dass ihr beide am Start seid. Das weiß ich sehr zu schätzen. Gerne. Danke auch nochmal an mein Team, an Lennart, der gerade Pizza isst. Danke an Master Axel, der von zu Hause alles managt noch. Und als kleines Dankeschön für den krassen Support auf den Samstagabend kann eine Person von euch 1.000 Euro via PayPal gewinnen. Schreibt einfach die 1.000 als Zahl in den Chat und einer von euch gewinnt gleich 1.000 Euro über PayPal. Also 1.000 in den Chat. Jalla, Abfahrt. Zeig dich von deiner besten Seite. Geil, Digga. Ach, Ehrenpriester schreibt auch 1.000 rein, Digga. Priester, wenn du gewinnst, kriegst du Schwanz. Wer ist das? Ehrenpriester? Ach, so eine Frau aus Hamburg. Die aber, ach, die, also irgend so eine. Ah, okay. Der war gut. Das hat voll geheilt, Digga. Der war amtlich, Digga. 3, 2, 1, zu. Master Axel, bitte den Namen des Gewinners reinposten. Also mir schicken, bitte. TL-Rocky. TL-Rocky, bitte einmal ein Emote in den Chat reinposten, damit ich weiß, dass du da bist. TL Rocky ist da, GG in den Chat, Glückwunsch an dich. Master Axel werde ich anschreiben, ich brauche deine PayPal-Adresse. Das ist hier dein Koffer-Abo. Jungs. 320 Euro, 9,7 Kilo. Okay, hier ist das Ding da. Oh, der ist gut verpackt. Okay. Ich kann das nicht. Oh. Was habe ich getan? Was habe ich gemacht? Das kann ich nicht. Nein, das. Nein, Abo. Dreh dich mal um. Vertraust du mir? Ist es, okay. Vertraust du mir? Ja, ich weiß, was das ist dann. Aber es ist eine Massagerolle. Das ist eine wirkliche Massagerolle. Riecht ganz normal. Also ich bin hundertprozentig sicher, das ist, dass das für Massage ist. Das sieht zwar wie Sexspielzeug aus, aber das ist für Massage, Digga. Das kostet 23.800 Yen. Keine Ahnung, wie viel das in Euro ist. Das ist bestimmt so 3 Euro oder so. Kann gut sein, ja. Also richtig cool. Das hier, das ist Tee? Hier, das ist 3-in-1 Selektion Asam Valetti. Ja, das 119, 15 Euro, 180 Euro circa. 145 Euro. Die Schachteln also, sind ja auch dann schon ist sehr das schön. Ja, dann sage ich, mein Koffer wird der krasseste werden. Oh. Elektrogeräte. Das ist ein Diktiergerät? Nee, das ist ein Shaver. L war kein Dekabré. Auch hier, er war in China. Hey, Japan, deswegen auch das hier. Ah, Japan war er? Ja. Yang ist China. Yen ist China. China. Ja, das ist nichts Besonderes. Rasierer und Dings da. Socken, nichts Wildes. Aber alles neu. Oh, Adidas-Schuhe. Adidas, wahrscheinlich gefälscht. So, welche Größe? 42. Made in Indonesia. Ja, die sind immer made in Indonesia, die Dinger. Von Douglasse. Douglasse, ja. Was ist da drin, Digga? Das sieht... Was ist das, wie man fühlt? Fass mal an. Das fühlt sich, ich sag dir ehrlich, wertvoll an. Ich weiß nicht, warum. Es geht mir so wertvoll. Emirates. Nein, das ist nur eine Tasche. Ich weiß, Emirates. Das heißt, er ist schon mit Emirates geflogen. Ja, ich weiß, es fühlt sich nach Elektro an. Ja, safe. Das ist Mülltonne, ist das ja? Oder sowas. Mülltonne? Ich weiß nicht, was ist, aber schon mal eine Uhr. Oh. Nee, aber es ist Mülltonne-Uhr. Das wissen wir nicht. Und? Seiko-Uhr. Nee. JBL. Kopfhörer. Ja. Warte. Da sind wir, glaube ich, über 100 Euro. Seiko-Uhr, was soll das sein? Seiko ist eine normale Uhrenmarke. Seiko gut, ich guck mal ganz kurz. Das war, oh, chilliges Hemd. Keine Ahnung, was er damit meint. Transkontinent. Kennst du das? Ja, so eine. Ich kenne Inkontinent. So eine Uhr kostet zwischen 100 und 200, 300 Euro. Ich finde das Modell jetzt nicht, aber die ist auch extrem zerstört. Aber an für sich eine ganz schöne Uhr. Schlicht. Uhr ca. 200 Euro, ja. Wir haben hier einen Sakko, was ist Krötenwanderung, Alter. Oh, kannst du. Ich habe. Oha, ne. Eine Lacoste-Tasche. Oh, das ist cool. Lacoste ist super. So, da gucken wir auf jeden Fall einmal in die Taschen. Aber welche Marke? Ist nicht Lacoste. Oder? Platinum Komme. Mülltonne, würde ich sagen. Netz. Nichts drin. Oh. So ein Pullover einfach von Roberto Colina. Alter, das wäre jetzt illegal. So. Das war nicht echt. Oh, fast eingeschissen.
Latino ist 1500 Euro, das schreibt einer. Also der Anzug scheint wohl ganz gut zu sein. Also wenn er seine Krawatte so einpackt, dann muss ihm diese Krawatte was bedeuten. In einem IKEA-Frischhaltebüttel. Von Kolonie. Super. Kennst du? Nein. Okay. Replenisch. Keine Ahnung, was das ist. Oder eine Hose. Ja, war ein guter Koffer. Also auf jeden Fall okay. Der beste von den dreien. Ja. Ich würde sagen, wir machen das wieder so. Jetzt fängt René wieder an. Weißt du, was ich meine? Schauen wir mal. Oder hast du Angst? Ja, Bro, jetzt kommen die dicken Dinger. Ja, das stimmt. Hier, René. Hier, du, das hast du noch vergessen. Aber das schenke ich dir. Ja, Bro, 180 Euro oder 140 Euro. Hast du das aber das hat richtig gut. Guck mal. Boah. Ich schwöre dir, das ist Hammer. Ja, ist echt gut. Machen wir weiter unten. Ne? Bitte. Ja, hier. An der Wirbelsäule. Aber mit der anderen Seite dann. Ja. Komm, mach doch mal, sag mal korrekt. Das ist gut, Alter. Hier so ein bisschen für Schulter. Guck mal, das sind gar nicht so schlechte Kopfhörer, glaube ich, ne? JBL. Ich sag dir, Honey auf jeden Fall. Oder? Ja, das ist echt voll gut. So, wir sind uns jetzt sicher, das Massagegerät. Aber man könnte schon meinen, das bietet sich schon an, ne? Okay, Chat, seid ihr ready? 65 die JBL-Kopfhörer, okay. Seid ihr ready für die großen Kopfhörer? Ach, Digga, scheiß drauf. Seid ihr ready für die großen Koffer, Chat? Ja! Oh, Digga. Samsonite, gute, ja? Sehr, sehr gute Marke. Da. Das ist der. 775 Euro, der zweiteuerste Koffer, den wir heute aufgemacht haben. 19,7 Kilo. 19,7 Kilo. Ach, Digga, lecker. Spannungseffekt gleich Mülltonne. Oh. Calvin Klein, Free for Men, gutes Parfüm oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder Toilette Spray, hier, kannst du mitnehmen. So. Irgendwelche Pinsel. Die Schatulle. Alles. Schmink. Aber ist noch neu sogar. Du hakst da drauf fest, ne? Nix. Ein Goldring müssen wir heute noch finden. Ja. Ist alles Mülltonne, Digga. Ist aber, könnte sogar von jemand Deutschen sein. Frische Dusche, ist deutsches Produkt hier. Ja, ja, ja. Was haben wir hier? Under Armour. Aber wer nimmt sich seine Handseife mit, Alter? Aber das ist voll die coole Verpackung, Digga. Mit dem Delfin da drin. Ist da drin, ne? Ja, 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 so ein Delfin ist da auf Entspantarino drin. Jetzt geht's bei René los. Ja, Digga, die ganze Zeit, ey. Ich wusste es. Hier ist irgendwas extra verpackt. Bro. Das sind wieder deine Sommerhosen. Falsch rum. Ah, ist falsch, ich wollte gerade sagen, Digga. Was dachtest du denn? Hey, das ist so gehört, die Optik. Harvest and Curtis, ich kenne diese ganzen Marken nicht, Digga. Nix von Balenciaga dabei. Tommy Hilfiger, das ist alles Mülltonne, Digga. Da sind zwei Taschen noch. Ja, habe ich schon geahnt. Eton Hemd. Eton. Okay, Nagellack. Das ist ein Koffer, Mann und Frau zusammen. Ja, ja, kann sein. Haargummis, Nagellack. Nagellack. Von Essie, das ist, glaube ich, sogar nicht mal eine schlechte Marke, kann das sein? Oropax, kann was. Das ist Mülltonne, alles Schminkutensilien. Wie viel will sie sich denn schminken? Schwanz. Wenn da jetzt auch noch Schminke drin ist, dann weiß ich auch nicht. Bro, meine 750 Euro sind so angezündet. Bro. Schminkutensilien. Oh, wieso ist denn da JBL drin? Ist mir entgangen. JBL Kopfhörer mit Ohrenschmalz. Ja. Zu den Elektrogeräten? Das ist ein Nasenrasierer. Mit Popel und Nasenhahn. Nimm doch mal, Digga, was ist los? Noch eine Tasche? Bro, die pflegen sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was ist das denn hier? Oh, elektrische Zahnbürste. Wie kann man denn deine elektrische Zahnbürste so verwenden, Digga? Schäm dich, Mann. Das ist... Wie geht's? Wie kann man denn da freiwillig mit seinen Zähne putzen, Digga? Ist ja wohl widerwärtig, das ist Digga. Krass. Das ist krass. Guck mal bitte, wie er die Zähne geputzt hat. Also wenn er da nicht so oft gedrückt hat, weiß ich auch nicht. Okay, also 750 Euro für den Dreck, Digga. Schön, hier war deren Pflegesachen drin. Auf anderer Seite sind wahrscheinlich deren Kunstgegenstände und so. Das wäre schön, ja. Schmuck. Hier haben wir Polohemden, das ist ganz gut. Ralph Lauren, Größe L, meine Größe auch. Polohemden, relativ schlicht und simpel, gut. Alles Polohemden. Die erste Seite war komplett katastrophal. Die erste Seite war richtig Mülltonne. Das sind nur Klamotten, Digga. Meinst du? Ja, ja. Der sieht aus wie ein Gürtel. Mhm. Keine Marke, keine nichts. Marke. Müll. Hier haben wir Sportkleidung, ne? Sportkleidung. Bikini-Höschen. Unterwäsche. Sportoberteil. Keine Ahnung, Mann. Leggings einfach. Mülltonne, Digga. Krass.
Das ist heftig. Ja, das ist echt heftig. Ja. Für 750 Euro fühlt man sich da schon ein bisschen beschmutzt. Unterwäsche, Nachthemd oder sowas. Also ich habe noch nie in meinem Leben so sinnlos 750 Euro angezündet, ja, sage ich ehrlich. Das ist eine richtige Enttäuschung, der Koffer. Aber gut, das ist ja auch das Spiel. Ne? Hier ist nur, ist alles voller Klamotten, Bro. Alles voller T-Shirts, Mi-Shirts. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein bisschen was an Damenklamotten. Bro, ein Kirschkleid. Also das ist unfassbar schrecklich. User spendet 10 Euro. Gerade in den Stream gekommen. Warum öffnet ihr meinen Koffer? Maul, Mann. Also das ist so, also das ist überhaupt nicht schön. Das ist alles, da ist nichts Jackpot-mäßiges dabei. Das ist richtige Mülltonne, der Koffer. So, die letzte Hoffnung hier. Und die Hoffnung, das ist alles nur Klamotten. Das ist also 750 Euro für einen Arsch, Digga. Ich schwör's dir, da war mein Koffer davor besser sogar als das. Ja, das ist. Das einzig Krasse an diesem Koffer waren einfach die JBL-Kopfhörer. Bro, der ganze, die JBL-Kopfhörer hatten mehr Umschmalz als alles zusammen. Das stimmt, aber so vom Ding her. Der war richtig Arschritze, der Koffer. 750 Euro für nichts, für Müll, Digga. Sag mal her. Der ist es, oder? 19,1 Kilo, 280 Euro. Das muss der sein, ja? Ja, sieht auch richtig schick aus. 280 Euro. Ach, Digga, willst du mich verarschen? Das ist das von dem Koffer. Oh, sorry, ein Hefers. Nichts drin, okay. Auf andere Seite? Bro, da muss doch erstmal was drin sein, Digga. Oh mein Gott. Das ist. Das ist so Mülltonne, Digga. Jetzt, ja. Und sie bringt ihrer Familie wieder mit, was für Dings da? Dior-Handtasche. Ist Dior? Das ist Türkei, 100%. Also, wenn das Dior ist, dann weiß ich auch nicht, Digga. LeBron-Anthony spendet 10 Euro. Was passiert hier mit den Sachen? Spende an eine Organisation. Liebe geht raus. Oh, was ist das denn? Das ist hier für Kinder. Zement? Die Kinder spendet 10 Euro. 15 Euro für einen von euch, wenn er sich mit der Zahnbürste die Zähne putzt. Oder was machst du da für 15 Euro? Digga, was ist denn das hier für ein scheiß Koffer, Digga? Das ist gut, eine Adidas-Jacke. Ja, aber, Bro, das ist niemals echt, was hier drin ist. Nike-Socken, Puma-Unterwäsche. Bro, was ist das denn hier für eine Kacke, Digga? Das ist cool, das sind Kindersachen. Bro, ich ersteige keine Koffer für verfickte Luftballons. Hast du aber gemacht. Ja. Ja. Also eine Dior-Tasche. Endlich mal unbenutzte Zahnbürsten. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Okay. Das ist ja. Schade. Das ist aber schick. Christian, das ist von Christian. Das ist niemals echt, Digga, der Dior-Gürtel. Never ever. Wieso? Ist das echter, ein echter Gürtel, Digga. Guck doch mal diese Metallteile hier an. Nein, Bro, das kannst du in die Mülltonne schmeißen. Warte, hier ist eine Rechnung. Hier ist eine Rechnung mit. 880. Das ist eine gefälschte Rechnung, das sehe ich von hier, Digga. Das ist. So sieht niemals eine originale Dior-Rechnung aus. Das ist von Christian. Ich sag dir das. Hier haben wir noch einen Duft. Digga. Also, ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht echt sein sollte. Boah, es riecht so schrecklich. Es riecht wie Haarspray. Boah, ich riech das bis hier. Riecht wie billiges Haarspray. Ja, richtig. Wie dieses Haargel, dieses Pudding-Gel. Kennst du das noch von früher? Oh Gott, ich habe gar keinen Bock, den Koffer weiter aufzumachen, ehrlich. Was habe ich dafür bezahlt, Digga? 82. Ja gut, das kann ich noch verschmieren. Also ich habe wirklich das Gefühl, also no cap, guck mal, von Versace hier alles, Kappi. Oh Gottes Willen. Die. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist irgendwie von Dings. Original Balenciaga natürlich, ist ja klar. 600 Euro oder was? Also wenn das Balenciaga ist, Digga. Das ist kein Balenciaga. Hier steht Balenciaga. Ah, hier, Balenciaga. By the way, Carsten hat die damals freiwillig getragen. Die sind so versibbelt. Also so. Guck mal, der Schriftzug Balenciaga, Digga. Das ist, ja, ich auch. Das ist Türkei-Urlaub, ich hab's von Anfang an gesagt. Das ist Pure Sugar. Ja, die sind doch gut hier. Ja, ja, die kann man noch benutzen. Oh Gott. Oh Gott, ist das ein widerlicher Geruch, Digga. Das ist einfach billig, räudig, scheiße. Also das, ich sag's so, wie es ist. Der Koffer ist bis jetzt wirklich die größte Enttäuschung. Die würde ich aber stehen hier. Christian. Das ist ganz große Mülltonne. Also das ist wie Sperrmüll hier. Kann ich die meiner Mutter mitbringen? Oh. Hongkong-Dollar sind 450 Euro. Aber ich glaube auch nicht, dass er 400 Euro kostet, der Gürtel.
Der sah aus wie 40 das oder 4 Euro. Der ganze Koffer war Mülltonne, Digga. Komm, macht ihr beide einen auf. Ich setz mich hin. Ich guck aus der Ferne. Mein Rücken tut weh, ich bin alt. Okay. Von Epic, ein schwarzer Koffer. Doch, das ist der. 380 Euro, 16,3 Kilo. Jetzt bin ich gespannt, René. Mach mich reich, Baby. Ja, ich bin so weit weg von den 15.000 Euro, die ich für die Koffer bezahle. So weit weg, Digga. Ich war noch nie weiter weg. Pass auf, Handy. Ist egal, du hast noch die Psycho-Uhr. Das ist ein Urlaub gewesen in einem warmen Land. Ich glaube, es geht schon komisch los. Chill! Nein, ihr müsst vertrauen. Aktiver spendet 10 Euro. Hier, boah, der Geruch, den fühle ich nicht. Das riecht muffig. Also es riecht, richtig also unangenehm. Nach alten Penis. Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall unangenehm. Nee, Schwimmring. Ich sag doch, siehst du, das ist ein Dings. Schwimmurlaub gewesen. Oder er hatte wieder diese... Ich gucke jetzt erstmal hier in den Kulturbeutel. Peak for Menze. Nagelknipser. Und hier, das ist so eine Pfeile für Dings, das fasse ich nicht an. Einzelner Rasierer noch drin. Kann ich ihn haben? Ja, von mir aus. Dolce Gabbana Parfum. Ja. Das sieht aber komplett versibbelt aus. Ja, das sieht sehr, sehr ungepflegt aus. Wie riecht das? Nicht so schön. So. Boah, das riecht sehr gut. Das riecht wirklich gut, ja. Das riecht richtig, also das feiere ich. Das riecht richtig gut. Ja, riecht okay. Riecht gut, ja. Das ist so, glaube ich, so ein Family, ne? Das ist Badeurlaub, ne? Boah, hier sind Kotztücher, ne? Nee, das ist ein Wickeltuch. Das haben doch so Mütter. Das ist ein Wickeltuch. Deswegen geht das auch nach Kotze, Digga. Dings da, das kannst du dir umbinden und dann so Dings da. Das Kind da drin, ne? Hier ist auch eine Kindersonnenbrille drin gewesen. Das ist von der Mutter, siehst du? Ich sag doch. Ein Bademantel. Ja, irgend so ein New Yorker-Shirt, wie es aussieht. Nicht so negativ. So negativ bin ich, aber es ist halt immer noch, ich habe für alle Koffer 15.000 Euro bezahlt, ne? Und der beste Koffer vom Wert habe ich direkt verlost. Stimmt. Geil. Holding back, ja. Genau. Das weißt du, ne? Also wenn du das ist eine Pistole. Bist, so, ja, ja. Ich glaube, die Besitzer haben so lange versucht, diesen Koffer zu finden, dass sie irgendwann aufgegeben haben. Ich glaube nicht mal, dass sie nicht abgeholt wurden. Viele werden am Flughafen auch verloren, durch Falschversendung und so. Ja, das kann alles sein, Digga. Wir haben noch eine linke Seite. Das waren jetzt die Klamotten. Und jetzt kommen die Reichtümer, Digga. Klamotten über Klamotten. Aber am Ende, Chat, wenn ich kostendeckend hier rauskomme mit YouTube-Upload und den Twitch-Livestream, dass der Ex auch regelmäßig Werbung schalten, ne? Was? Den Wasserkocher? Den kannst du auch immer gebrauchen. Klar, natürlich. Dann ist auch in Ordnung, Digga. Ein Spielzeugauto. Mo-Boot. Ein Spielzeugboot, ja. Ich habe sowas nie gehabt, wenn man nicht gesagt. Spider-Man? Ich, oder? Unterwäsche, ja. Das ist eine Zahnbürste, elektrische, für Kinder. 100%. Ja. Ist? Ja. Aber die sieht schon so verdingst aus. Hier sind Tangas drin. Aber waschen die ihre Sachen, bevor die... Ich frage mich mal, waschen die ihre Sachen, bevor die aus dem Urlaub fahren? Ja, das Ding... Ja, bestimmt. Oh, das ist aber süß hier. Das ist ein Feinfein. Das ist sogar noch neu. Mit dieser Sonnenbrille. Ja, das ist echt süß. Das ist halt ein bisschen wird alles gespendet, Chat. Also davon wird, das sage ich euch so, wie es ist, auch einen kleinen Clap in den Chat dafür. Nichts von dem, was ihr hier seht, wird im Müll geschmissen. Diese ganzen Klamotten, alles geht an Hilfsorganisationen für Leute in Not, in Armut und für Obdachlose. Also davon wird wirklich nichts weggeschmissen. Das wird alles abgegeben an Hilfsorganisationen. Außer die Zahnbürsten. Nö, auch das. Nein, auch das. Alles. Auch die Zahnbürsten, Digga, da kannst du dir auch neue Köpfe für kaufen. Das elektrische Ding ist auch noch gut. Also das wird alles gespendet. Ich habe hier, du kannst ja mal einmal rüberfilmen, Lennart, ihr seht ja hier den großen Transporter. Den habe ich mir gemietet. Da schmeiße ich nachher alles rein. In den Transporter schmeiße ich nachher alles rein und dann bringe ich das zu dieser Organisation. Jetzt bist du dran, Abo. Ich werde den Bray hier vorne nehmen, weil der ist gut hier. Wenn das der Remover ist, machst du den auf. Ist das der teure oder was, Marcel? Remover ist teuer. Ja. Das Ergebnis nicht aktualisiert. Was soll ich glaub's einfach nicht. Das ist einfach der Remover-Koffer. Ja, dann den Remover-Koffer beiseite stellen. Wieso? Willst du den nicht jetzt aufmachen als letztes? Elfmeter Schalke. Sollen wir den hier stehen lassen? Ja, den Remover, das ist meiner. Wehe, die verschießen den. Verpiss dich. Spielsucht spendet 20 Euro. Hättest du das Geld in Außermaßen geschenkt, hätte dich das mehr befriedigt? Nee, nein. Nichts befriedigt mich mehr als ein geiler Stream. So war ich hier sitze. Das ist das der... Das ist Samsonite. Samsonite nochmal. 625 Euro. Das ist ein guter Koffer. Der Koffer kostet 625 Euro. Und ist wir brauchen jetzt deinen Schraubenzieher. Ja, ist der verschlossen? Habe ich gewartet, ja. Der ist nämlich verschlossen. Das wird nur das Plastik sein, glaube ich.
Ja, genau, der geht von da auf. Ist ja echt verschlossen. Guck mal. Ach, Digga, du bist so ein Fettsack. 0,0, also bist du unfähig, Junge. Wer hat dann gesagt, dass er verschlossen war? Du! Das weiß ich nicht mehr. Der Profi, Digga, ja. Ich habe mich so gefreut, dass mein Digga. Ja. So, Abo, mach auf, zeig her, was du kannst. Ich werde jetzt extra mit der Seite einmal anfangen. Oh, nee, Bruder, also ich ziehe das auch an, dass ich Frauenkoffer aufmache. Setz doch mal auf, Bro. Kind, das ist für Kinder. Das ist für Kinder. Das ist wieder Kinderkleidung, Oh, jawohl, hier sind die Baba-Geschenke. Cool. Ja, ich sag, meine Koffer sind immer crazy. Crazy. So, das müssen wir hier nicht angucken. Hey, das ist ganz cool. Das ist wirklich cool. Hier ist nur Schminkzeug drin. Weg das Dior hier. Parfum. Ritual of Namis. Oh, von Dior, das packen wir auf die gute Seite. Das ist vielleicht auch ein gutes Paar Creme. Money. FM Panic 1 spendet 50 Euro für die Kostendeckung Katar. Dankeschön. Schaut euch das Boah, an. Boah, das ist cool. Das ist sehr, Digga. Sehr geil. Porsche Modellautos von Dings, Alter. Das ist cool. Das ist cool. Sehr, sehr geil. Krieg vielleicht meine 625 nicht mit raus. Aber Lego ist cool. Safe. Okay, Kleidung. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein Tennisrock oder so. Eine LA-Cappy. Die ist ganz cool, die LA-Cappy. Die ist echt cool. Ja, die ist ganz nice. Das ist genauso eine, wie bei dir immer zu Hause hängt. Aber die ist mir zu klein. Schon wieder coole Schuhe. Da ist nichts mehr drin. Noch ein bisschen hier. Cool. Mülltonne wieder, Digga. Das ist... auch wieder viel zu teuer und nicht im Verhältnis. Habt ihr hier reingeguckt? Ja, ne? Mhm. Ja, ja. Hier ist ein Parfüm. Ja, ist eine Creme. Ist eine Creme? Ja, ja. Das Einzige, vielleicht weiß das jemand, Dior Forever Skin Glow. Könnte vielleicht auch, aber es ist von Dior Schminkzeug, wird wohl nicht so teuer sein. Ich glaube, das Teuerste bei dem ganzen Koffer war der Koffer an sich. Ja. Fuvi. Okay, nächster Koffer, jetzt ist wieder mein Turn. Oh, ich weiß, welcher das ist. Das ist der letzte Koffer. Digga. Alter, leck mir am Arsch. Das ist der letzte Koffer hier. 625 Euro, 19,5 Kilogramm. Frauenkoffer. Unterwäsche. Boah, das ist ja ein richtiger Oma-Schlüpfer, Alter. Wer zieht den denn an? Ja, aber das ist ein gutes Zeichen. Omas immer Schmuck. Finde ich auch komisch, dass bis jetzt nicht ein Koffer verschlossen war, sage ich ehrlich. Obwohl viele mit dem... Was sagst du? Steht mir? Das ist gut. Und das riecht auch gut. Es riecht ummerlich. Ja, aber gewaschen. Sauber. Hast du gefurzt? Nee, das ist vielleicht die Unterhose. Ach so. Irgendeine Handtasche, die leer ist. Schmutz. Von welcher Marke ist denn das? S-Strich, keine Ahnung, von welcher Marke das ist. Sieht mir jetzt aber nicht besonders. Simply Vera, leck mich am Arsch. Nee. Simply Vera, whatever. Digga, das ist... Bro, das kannst du dir nicht ausdenken, Digga. Müll. Bro, also das ist hier... Das ist einfach eine ältere Dame. Ja. Florian 1005 unterstrich spendet 10 Euro. Moin, Klempner 88, mein Name. Ich würde gerne ein Rohr verlegen. Ne Spaß, der Blaumann steht dir echt. Schönen Abend noch. Ganz großer Scheiß, Digga. Fokus 2000. Das ist die Marke, denen die Frauen vertrauen. Müll. Digga, es ist alles Schrott. Ist Stärke drauf? Ja. Hier für dich. Das ist echt ein Simmelkopf. Ja, wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Montes Geldbeutel spendet 10 Euro. Falls ihr es nicht wusstet, Bargeld und echter Schmuck wird im Vorfeld vom Zoll genommen, Raiprino. Verdammt mir nicht den Spaß. Ist so. Andere Sache. Boah, Digi. Der stinkt ja richtig gewaltig, ja? Der müffelt echt gewaltig, Digga. Der kommt auch gleich bei Abu an, glaube ich. So. Alter. BH, Unterwäsche, Müll. Joe Boxer. Wer zieht denn BH an, wo Joe Boxer draufsteht, Digga? Was soll denn das? Dein Vater vielleicht. Deine Mutter vielleicht. Hör mal auf, mit diesem Mutter sprechen. Ja, scheiß auf dich. So. Scheiße. Jetzt stinkt's auch, aber macht's auch noch, vielleicht geht weg. Nee, ich wollte nochmal neue Handschuhe anziehen. Och, Bro, bitte nicht. Ich kann das nicht mehr. Diese Scheiße hier. Versace Parfum. Ob es echt ist, weiß ich natürlich nicht. Also aus dem Urlaub ist immer gefälscht, Digga. Glaube ich nicht. Am Flughafen kriegen die doch, die sparen doch die Dings von diesen Duty-Free-Shops. Ja klar, am Flughafen, Digga, während der Koffer im Flugzeug schon ist, ne? Ja, vom einen Flughafen? Sie muss ja auch zum anderen Flughafen irgendwie. Der Koffer ist immer im Flugzeug.
Das klingt logisch. Ja. Das ist nicht, das ist... So, Kulturbeutel, jetzt bin ich gespannt. Schmuck. Also das Digga. Kulturbeutel kann nicht schmecken. Oh, das. Oh. Aha. Modeschmuck. Ja, Modeschmuck. Guck genau. MDR spendet 10 Euro. Krankbankmann-Schrank. Beim nächsten Koffer muss dein Sloggy noch anticken. Höher für mehr Koffer. Da ist sogar noch das Bändchen dran. Also das ist... bin jetzt auch um. Wenn du Ü80 bist. Ja, das ist... Klingt gut, ja. Wer wischt sich denn bitteschön mit Mango Raspberry die Arsch am Kacken ab? Doch, original, 60 Euro. Mango. Hier haben wir noch mehr Feuchtigkeitstücher. Mango. Nein, das ist kein Puder. Oh. Digga, der ganze Koffer ist versaut, du Arschgeige. Also das ist der Puder. Jetzt riecht das aber wenigstens gut hier. Boah. Digga. Ich hab das gesehen, du hast das voll ins Gesicht. War's das schon? Da war nichts drin, ne? Hast du linke Seite geguckt? Das ist alles so Mülltonne gewesen, das Digga. Ist krass. Das ist krass. Schwanz, Digga. Alles gut. Kriegst du? Ja, ich muss sowieso ein bisschen... Ich bewegen? Ja, wegen dem ganzen Essen. Meine 10-jährige Tochter hat dich gezeichnet. Sie ist ein großer Fan von dir. Das freut mich zu hören. Grüße an deine Tochter und ich hoffe, dass sie in Zukunft noch mehr zeichnet. Ah, das ist der Geriffelte. Das ist der. 250 Euro. Wenigstens nicht so ein großer Bruch. Männer, ist das Sayos? Ha. Das ist eine richtige Monte-Jeans-Hose, finde ich. Sieht schick aus. Ne? Sieht schick. Bisschen groß. Ja, bisschen lang. Jeans. Jeans mit Preisschild noch. $34. Oh, aus Amerika. Jeans. Ist das Levi's? Denizen ja. From Liebes. Nee, das ist nichts Originales. $32. Unterhose. Boah. Was schützt denn? Ja, guck mal die Socken an, Alter. Die sehen schon aus wie vollgeschissen. Und der zwischen den Boxershorts und so? Welches Kind willst du dem noch geben? Der Boxer spendet 10 Euro. Der Affe ist ein bisschen süß, aber. Der riecht richtig nach Arschritze, Digga. Der riecht voll nach Muff, Alter. Ich glaube, ich bin auch Handschuhe. Aber wer steckt den denn auch zwischen die Boxershorts, die nicht gewaschen wurden? Boah, das riecht richtig nach altem Fuß, Alter. Parfum riecht ganz gut. Zwischen diesen Kram riecht auch alles gut. Das nicht da. Musik spendet 10 Euro. Besti Samstagabend Unterhaltung. Es ist alles voller getragener, dreckiger Wäsche, Digga, und getragener Socken. Digga, boah. Ja, aber genauso wie die aussieht, riecht das auch. Hygieneartikel. Oh, eine Sonnenbrille. Von irgendeiner Fahrradbrille. Sieht gut aus. Nee, die ist Mülltonne. Boah, das ist der. Also das ist mit Abstand der widerlichste. Koffer bis jetzt. Oh, aber. Tut mir leid, Abu. Also der ist wirklich widerwärtig, der Koffer. Ja, mir tut der Affe ein bisschen leid. Der ich verstehe nicht, warum haben die inzwischen den Dreck gesteckt? Den rette ich sein Leben noch. Mach nicht auf die Käppi. Also der stinkt, also vom Geruchserlebnis ist das der widerlichste Koffer bis jetzt. Ja. Also wirklich, der Geruch ist wirklich unangenehm. Das ist leider aber blöd. Oder von wem ist das? Von wann ist das denn? August. Vom August. Also nicht zu den Elektroartikeln? Nee. Der hat es nicht bis dahin geschafft. Spannungswandler. Ein Spannungswandler. Oh, das sind die... Boah, das stinkt nach... Boah, das ist eklig. Das riecht richtig schlimm. Oh, Digga. Was ist denn jetzt getragen und was ist bei ihm sauber gewesen? Das ist alles gemixt. Das ist das Schlimme, Digga. Nein. Das riecht, als wenn da irgendwas nass drin war. Oh. Alter, ist das widerwärtig, Digga. Da musst du ja die ganze Zeit meine E-Kippe ziehen. Also der Koffer ist mit Abstand das widerlichste, Digga. Das ist crazy und das, ja, das ist ein 250-Euro-Koffer. Eine BH-Einlage noch. Ganz. Aber wie kommt die denn da rein? Der hat doch gar nichts mit... Nee. Oder doch, stimmt das, ja. Oder war da ein String dabei? Nee, das ist vor oben. Boah, ich sag dir so, wie es ist. Ich glaube, dass man das nicht mal spenden kann. Der ist wirklich widerwärtig, der Koffer. Also ich glaube, das ist so ein Koffer für die Ex, auf jeden Fall für die Mülltonne. Ist das schön? Was? Ja, ich weiß nicht, Schimmel oder Hexe da drin. Kein Harvard schreibt mehr. Haben wir seinen Koffer aufgemacht? Der ist ja, der wiegt ja nichts. Der Schmuck. Das ist ein großer Koffer. Ja, das ist nur Schmuck. Das ist nur Schmuck. Also der Koffer war wirklich widerlich, Digga. Ja, der ist das. 14,2 Kilo. 650 Euro, René. 650 Euro Koffer. Nicht der teuerste. Wollen wir den noch an die Community verlosen, den 650 Euro Koffer? Damit du komplett minus bist? Scheiß drauf. Yeah. Master X, wir machen ein Gewinnspiel auf Zahl 650.
Mal hier mal wieder alles ordentlich hinstellen. Der macht das nicht mehr lange mit, der Tisch hier. Nö, egal, scheiß drauf. Digga, es wird so ein Krampf, die ganze Scheiße loszuwerden. Willst du nicht schon mal die Ladefläche aufmachen? Dass kann ich nicht. Weil, ein bisschen nach vorne fahren. Da müsste ich ein bisschen nach vorne fahren, aber guck mal. Das alles, ja. Schmeißen, das ja alles immer gleich direkt rein. Soll ich ein Stückchen nach vorne fahren? Kann man eben ein Stückchen nach vorne, kannst du hier das ein bisschen beiseite fahren? Nö, das fahre ich beiseite. Ja, einfach. Ja, da fahrst du jetzt. Das wird lustig, Lennart. Bin ich eine Sexer-Truck-Maus, hä? Oh mein Gott, ja. So, Feierabend, Jungs. Kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Kein Bock mehr, Feierabend. So. Einfach reinfeiern nachher? Einfach reinfeiern, die Scheiße, Digga. 3, 2, 1. Dicht. Master Excel, schick mir bitte den Namen des Gewinners bei WhatsApp. The Fail X. GG's in den Chat, er ist da. René, mach auf. Hol für The Fail X oder wie er heißt. So, jetzt mach uns reich, René. So. Also ich würde sagen, wir machen erst hier, weil das fühlt sich nach Klamotte an und hier fühle ich schon Kabel. So, die Sachen. Oh, das ist, glaube ich. Eine Frau. Aber das sieht aus wie Dings, ne? So eine Rockerin. Ja. Ja, auch mit dem Harley-Davidson-Ding schon. Ne? Ja. Dann pack hier auf die Seite, René. Ja? Guck mal hier. Ja, das müssen wir eigentlich auch so ein bisschen richtig. Oh, hier Schmuck. Ach so, das ist ja alles für ihn, Digga. Fällt mir gerade ein. Ja, deswegen. Die ganzen Frauensachen, Digga. Ja, Felix hat auf jeden Fall hier auch mal schon mal ordentlich Schminke am Start. Da ist leider nichts mit Schmuck. Ist da nur Schminke drin, Digga. Aber das sind alles so Sachen. Mein, kannst du dich nachher hinhocken, bei eBay ein bisschen reinstellen? Ja, hier, guck mal, eine feine Jacke. Oh, hauaha. Das hätten wir ein bisschen gebrauchen können zum Pakete öffnen. Oh, ja, das benutzen wir noch später. Ne? Eine schicke Cap. Ich glaube, damit lässt sich noch den einen oder anderen. Von der Marke Stainless. Euro machen? Ja, Nähzeugs. Nee, das sind Einlagen. Wie? Bruder, da waren ihre Füße drauf den ganzen Tag. Nach einem harten Tag. Nur solange das von einer Frau stört mich das nicht allzu sehr. Oh, die Weste ist cool. Die hat Still. Hat die Still? Nein, nicht diese Sibyl. Das hier. Okay, ich dachte gerade schon. Einfach nur so ein Hemdie. Guck mal. Boah, eine Lederjacke. Lederweste. Oh, die hat richtig Gewicht, ey. Das ist auf jeden Fall eine Rockermaus. Oh. Baumwoll. Guck mal. Oh, warte mal. Oh. Doch nicht. Ja, Schwanz, Digga. Digga, ich leck aber doch. Ist der schönste Schmuck, den wir bis jetzt hatten. Halt mal in die Kamera. Sogar ganz schön, unabhängig davon, ob es echt ist oder nicht. Das ist Silber hier. Hier haben wir schon mal Silber. Das siehst du hier an der Seite. Also hier steht drauf, 925er. Ja, dann ist das auch Silber. Safe. Das sieht mir auch nach Silber aus. Vorsicht, was ist das? Ich will die Ohrringe nicht anfassen, ey. Nur das Handschuh an. Eine schöne Kette. Das ist aber auch Silber auch. Guck mal. Also ich mag, egal ob der Stein echt ist oder nicht, ich find die schick. Endlich mal ein bisschen Schmuck. Silber lässt sich immer veräußern. Das sind locker 1,60 an Silber. Das ist eine Waage. Ach so, eine Gepäckwaage, genau. So mäßig, ja. Okay, das mache ich gleich. Aber guck mal hier. Ja, die JBL-Box ist doch schon mal die toll. Die ist nagelneu, das Ding. Die ist doch wunderbar. Jawohl, wir haben die 15.000 wieder raus. High five, Jungs. Achso, nee, das kommt hier in den Koffer, ne? Ja, das ist alles für den Gewinner, ja. Ja, okay. Hier das ist auch für dich, mein Süßen. Wild West. Wild West. Und hier ist noch ein schöner Bikini. Amerikanischen Klamotten über Klamotten. Kannst du ja selber gucken. Hier noch ein schöner BH. Freut sich Frauchen. Ein Gürtel. Dings und Dings. So, hier, komm her. Hast du den schon aufgemacht? Nee. Hast du noch nicht? Nein. Der ist jetzt nochmal, und der ist auch schwer. Ja, weil das... Meinst du Kulturbeutel? Haben wir schon gerade Pflegeutensilien gehabt, oder nicht? Danke dir, Master Axel. Ja. Muss auch in die kleinen Sachen hier mal gucken, weil da sind meistens... Immer ja! Alles klar. Oh, nee, das ist ein Nagelknipser. Ja! Das ist wieder da... Das ist das zum Stricken jetzt, ne? Schalke 2-0. Bedeutet, weißt du, was das ist? Ja, Jungs, Wimpern. Schalke 2-0 bedeutet für mich mit 150 Euro 5.500 in meine Tasche. Damit habe ich ein bisschen Minus von heute wieder raus. Wunderbar. Über ein Drittel wieder drin. Ja, schmecke die Schmacke, die Schmock. Das ist der Kulturbeutel. Q-Tipp, sehr wichtig. Nein. Und Nivea auch fast voll. So, okay, dann gehen wir auf die linke Seite. Bitte nicht den Treffer zurücknehmen. Nee, ist durch, oder? Nee, ist durch. Oh, Glück gehabt. Es war ein Draht von dem scheiß Hut hier. Ist aber ein originaler Harley-Davidson-Hut. Glaubst du? Ja, unten das Schild. Ja, stimmt. Nee, ist ein Spiegel. Alles klar. Mit Licht. Aber ist elektrisch. Ich habe recht gehabt. Guck mal hier. Guck mal, ich regel das schon mal für dich mit Licht. Wow, wunderbar. Was hat er gekostet, der Koffer, wenn ich fragen darf? Der Koffer hat gekostet 650 Euro, Digga. Schwierig. Also, ich glaube, von
den Koffern, die wir jetzt aufgemacht haben, haben wir ganz, ganz wenige nur Plus. Was soll das sein? Glätteisen. Ah, Glätteisen mit Ladestation oder was? Oder was ist das? L'Oreal, ja, das ist alles Mülltonne, Digga. Ja, was heißt Mülltonne, ne? Ja, ist jetzt nicht die Welt, muss ich ehrlich gestehen, ne? Nee, leider nicht, Digga. So, der Koffer kriegt den Gewinner dann auch. Wo ist denn das Messer, Jungs? Das ist von Lennart, ein wichtiges Messer. Hast du mit reingepackt wahrscheinlich? Ich hab's auch mit reingepackt. Ja, muss dann im Koffer sein, weil das war die ganze Zeit auf dem Tisch. Der ist das, 16,63 Kilo, 380 Euro. Bin ich der Meinung, dass er das ist? Hat er oben so eine Dings hier? Nee, den hatten wir schon. Doch, das ist er erst, Monty, guck mal. Was? Dann haben wir da einen Fehler gemacht, ist ja egal, jetzt scheiß drauf. Abo, wieder Frauenkoffer. Ja, das ist so krass. Das ist so krass. Oh, das ist eine richtig. Das ist eine coole Cap. Ja. Oh, Abo. Das ist eine Cap. Ich gucke lieber die Handtasche jetzt, sag mal. Oder, also. Das heißt doch Love, oder nicht? Wo? We Love, keine Ahnung. Das ist eigentlich billig. Keine Ahnung. Nur Müll. Was steht da? Könnt ihr das lesen? 22.22 Uhr, Chat. Guck mal. Oh. Wie schnell er hellhörig wird, du hättest sein Gesicht gesehen. Ohrringe. Ach, Digga. Ja, aber trotzdem, ist doch schon mal was. Oh, das sind irgendwelche Probe für 14,99 €. Ja. Das ist alles Müll, Jungs. Das ist einfach hier das Millennium-Puzzle von Yugi. Ja, das ist Gold, das sehe ich. Das ist Gold hier. Niemals ist das Gold. Doch, ist Gold. Hör auf, um alles so madig zu reden. Wie in alten Zeiten, oder was? Puh, also die Caps sind Hammer. Sag mal her. Oh, das ist Müll. Was hast du gerade gesagt? Hier ist ja, Digga, wie viele BAs hatten die dabei? Ja. Das ist ja nur Unterwäsche. Was ist denn das für ein Ding, Alter? Von Philips, Alter. Was ist denn das? Zusammenhalten, ja. So zusammengesteckten. Abo, Digga. Digga. Bro, der kommt, der ist wieder so ein Fall. Aber das ist ein kompletter Sperrmüllkoffer. Das hier ist Silber. Der Ring ist Silber. Doch, der ist Silber. Du musst aufbeißen, dann weiß ich. Oh, der ist ein Euro wert, Silbermaterial wert. Ein Euro ist also hier ist wirklich, lieber Livestream-Chat, hier ist nichts dabei. Also ich muss wirklich sagen, Digga, wir haben stark angefangen. Wir hatten ein paar lustige Koffer, aber das ist wirklich... War das schon? Ja, das ist Müll. Es ist nichts dabei, Digga. Habt ihr auch hier diese... Glätteisen, ist also nichts dabei, Bro. Das ist krank, ja, der Koffer ist richtig Sperrmüll. Das ist richtig Sperrmüll. Aber die Caps, gib mal die beiden Caps, können wir hier hinlegen. Er ist wirklich sehr, sehr schlecht. Was ist das denn? Das ist Titten? Das sieht aus wie diese Biene. Kennst du die Biene? Das sind so Klebetitten. Kennt ihr die? Das sind so Klebetitten, doch. Ich kenne das, ich kenne die Dinger ganz genau. Es kleben sich Frauen drauf, wenn die zum Beispiel was weiteres haben, aber kein BH anziehen wollen, dann kleben sich die drauf. Aber warum? Was macht das? Der verdeckt den Nippel. Dass der Nippel, dass man den Nippel nicht sieht. Okay, das ist, finde ich, sehr schamhaft. Finde ich krass. Okay. Steht mir? Klebt er? Oh, was ist das denn? Ah, nein. Okay, lass es zumachen. René hängt immer noch am Schmuck, Digga. Er will es nicht wahrhaben, Alter. Ja, weiß ich nicht, Digga. Der eine ist einer. Digga, das ist Schwanz mit Soße, Digga. Deine Mutter hat Schwanz mit Soße. Also so, ohne scheiß Distanz von solchen Aussagen. Als Maul, du bist der Schlimmste von allen. Vater. Ja, siehst du, da haben wir es auch. Warte, nee, Monty, lass mich davon. Ich mach das. Ich bring mach das so. Weg. Du willst den Silberring da raushalten, ne? Man merkt richtig. Gib mir den Karton noch gleich her. Abo. 400 Euro. 3, 2, 1, jada. Oh. Das ist das wieder so ein... Oh, nee. Oh. Der sieht aber... McKean? Nee, McKenzie. Das ist eine Fahrradmarke auch und eine Dings da. Das ist eine gute Marke. Oh. Irgendein Zelt oder so. Das ist auf jeden Fall aus England, weil Pfund. Oh. Irgendein arabischer Duft. Oh, ja. Amertal al-Arab. Wie bitte? Hier irgendein arabischer Duft? Also die waren Dubai, glaube ich. Kann sein. Da verkaufen die sehr gerne an diesen ganzen Städten. Zahra Liban. Gesundheit. Oh, geil. Das ist cool, das ist noch ein unbenutzt. Ja, das sind alte Leute. Oh Gott, Digga, es ist wirklich zum Kotzen, Mann. Zahnbürsten. Ja, aber das war, guck mal, hier ist was Gutes. Big, also hier, kannst du immer noch gebrauchen, eigentlich, Casio. Ja, für die Nase. Kopfhörer von Mix. Geile Dinger, Alter, die wollte ich schon immer haben. Also Mix ist respektlos. Kommst du den Elektroartikel? Nein, bitte nicht. Wieso? Nein. Doch, die sind krass. Um Gottes Willen, Digga, wer will sich denn da verunstalten? Oh, oh, oh. Was denn? Da ist der erste. Der riecht das richtig. Oh. Da ist Silber. Sicher? Nee. Hier sind, Digga, Augenbrauen dabei. Oha. Einfach, ja, Augenbrauen to go. Das ist Silber, glaube ich. Das sind keine Augenbrauen, das sind Wimpern. Meine ich ja.
Auch noch eine E-Zigarette, Digga. Ist das, das ist eine E-Zigarette. In der Schminktasche, Digga. Oh, noch eine verpackt. Noch eine neue. Von Crystal Bar, beste. Ja. Gucken, wie die schmeckt. Kennst du die? Nö. Aber die sieht schön aus. Die kann auch so schön aussehen, Bruder. Die macht dein Leben kaputt. Keine Ahnung, Digga. Freddy Puppies spendet 10 Euro. Es wäre gut, wenn ihr Rentnerkleider finden würdet, so müsste Monte nicht mehr shoppen. Schmeckt ganz gut. Dankeschön für den Support. Leider alles Arschritze. Hast du hier richtig? Hat er denn hier noch eine Seite? Nee. Oh, Gottes Willen, Digga. Oha, was ist das denn für ein Schild? Was ist das denn? Sieht die nicht gut aus? Oh, das ist einfach so ein Schild von der Ritterzeit. Wie bei 300 kann ich in den Kampf ziehen? Ja. Okay, andere Seite, René. Also die Koffer werden immer schlimmer und schlimmer. Das hast du noch gar nicht geguckt? Doch. Da war doch noch ein Beutel, ne? Ja, da war nichts drin, leider. Hier haben wir nur Arschritze. McCann's T-Shirts, Klamotten. Oh, Bro, das ist schon krass. Ich muss es zeigen. Gib mir mal einen Handschuh, Bro, bitte. Das ist ein altes. Gib mir mal bitte den Handschuh. Chicago Bulls. Jetzt wird's widerlich, Digga. Warum? Das ist cool. Ja, safe. Gib mal her. Leonard macht den Zoom bereit. Oh, Bruder, was hat sich da mit den gebürsteten Pferd? Oder ihren Arsch. Digga, guck dir. Oh, das ist hart. Das ist krass. Digga. Unfassbar widerwärtig. Das ist crazy. Wer bürstet sich denn damit freiwillig? Oh, würdest du für 1.000 Euro da einmal längs lecken? Für 1.000 Euro? Ich mach's für 100. Das ist hochgradig widerlich. Hier, Seife. Willst du noch Seife mitnehmen? Nee, danke. Also, das ist... Oh, cool. PlayStation? Replay One. Guck mal, original PlayStation-Kappi. Nee, offiziell lizenziertes Produkt von PlayStation. Echt jetzt? Ja. Don't be afraid. Von Honey und Hannes and Moritz. Cool. Stand out. Das ist das Coolste von allen, ja. Was eine Enttäuschung, Digga. Mann! Mann! Aber wie ein Bauer, Digga. Heftig. Boah, wow. Der war richtig allergisch, Digga. Gesundheit. Der heftigste Koffer kommt ja noch, der Remover-Koffer. Ja, das ja. Ist der zweiteuerste Koffer. Achtung, Travel Light, was ist das? 330 Euro kostet, 16,6 Kilo. 330 Euro. Hast du mal gesehen, wie kaputt der Tisch schon ist? Ja, habe ich gesehen. Ja, ist auch so, also so beabsichtigt. Das sind Einwegtische. Müll, alles Müll. Hausmeister Krause, oder was? Guck mal hier, neues Hemd. Größe S, Müll. Ach, Digga, Vater, Digga. Scheiß drauf, alles Scheiße. Digga, bitte nicht. Bro, ja, alles klar. Da hast du gleich zwei von. Ach, ja, geil, Digga. Ja, super, danke. Ja, alles klar. Ja, das war's. Irgendwie hier, Digga, ja, super, mein Highlight. Geil, Alter, das wollte ich schon immer haben. Das war's, das war warte, der Koffer. Warte. Geil. War wirklich nur Kleidung. Hoppala. 380 Euro, 15 Kilo. Ah, für 380 Euro kann man ja was erwarten. Oh gut, Taschentücher. Du hast vorhin 1.500 Euro gehabt und konntest nichts erwarten. Ja, gut. Müll. Pierre Cardin-Gürtel. Müll. Oh, Taschentücher ist crazy, sag ich ehrlich. Müll. Drei Packung Taschentücher. Ja, und diese drei hier. Oh, ja. Von Digga. Ach, Digga. Oh, nein, das ist für Elektroartikel. Die waren so gut. Ja, wahrscheinlich waren die gut, Digga. Ja, genau. Sicher? Ja, neu. Zu den Elektroartikeln. Ja. Müll. Ey, das ist sogar eine teure Zahnbürste. Ja, okay. Skateboardfahrer. Krank. Das ist sehr, boah, sehr heftig. Das stinkt. Riech mal. Nee. Riech einmal, wie ein Mann. Ah, oh, Digga, piss dich. Riech auch mal, wie ein Mann. Was ist da dran? Schuhe? Das ist verschimmelt. Das ist das beste Beispiel dafür, dass niemand sich diese Koffer kaufen sollte. So eine Scheiße, Digga. Die Koffer werden immer beschissener, Digga. Ja, was ist das? Zum Kotzen, Mann. Hast du in das Spiel um mehr Glück? Ja, also wirklich. Den 15 hätte ich auch bei Buck wieder reinstecken können, Mann. Oder auf einen guten Wettschein. Oh. Das ist ein cooler Koffer. Oh. Ich wusste, dass das passiert. Was kostet der Abo? Der kostet, sage ich dir sofort,
410 Euro, 15, da. Was kostet er? 15,9 Euro. 15,9 Euro, ja. 410 Euro, 15,9 Euro. Er war von 5 Meter von uns entfernt. Guck mal, wir sitzen gleich bei ihm. Ja, gleich. Wir rutschen die ganze Zeit so dicht dran, ja. Ja. Was ich, 410 Euro. 410 Euro, lieber Livestream-Chat. Das ist auch eher einer der teureren Koffer. Das sollen Tapeziertische sein, ne? Oh nein, oh nein. Es ist vorbei. Ein Frauenkoffer? Aber Männerdeo. Müll. Müll. Oh, das ist aber süß. Oh, süße Schuhe. Ein Kinderanzug in Koala. Okay. Die passt zu deiner Cap-Sammlung. Paw Patrol. Ist es Paw Patrol? Ja. Gib mal her. Boah. Das ist alles für Kinder. Ja, guck mal genau. Ist alles Schrott. Ist alles Schrott. Braucht man gar nicht durchgucken, Digga. Ich hab da was entdeckt, Monte. Hm, ich auch. Latschen. Von? Von nichts. VHS. Ja! Hat sich gelohnt. Stimo. Das hätten wir für den Einkäufer gebrauchen können. Richtig. Was ist Haarspray? Das? Ist ja, das Haarspray? Ist Haarspray. Stimmt. Deodorant ist das. Deo. Ich hab's eingegangen. Das ist Deo. Stimmt. Stimorol, was ist das? Win Festival Tickets. Oh, hier, dein Gold. Ja. Hier passt dein Jackpot, Digga. Das muss man zum Jubiläum. Das pures Gold, Digga. Ja, ja, dafür kennt man bestimmt vielleicht noch ein paar Small. Aha. Einfach Aladdins Wunderlampe. Was ist das für ein Ding? Wie geht das auf? Wahrscheinlich drehen. Nein. Oh, oh. Scheiße, Digga. Ja. 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 Wir haben das Gold. Also, Chat, die Koffer, Bro. Ich sag euch, der persönliche Eindruck ist, man hat wirklich das Gefühl, dass die Leute bei der Lufthansa sich denken, die Leute verarschen wir mal. Das ist doch kein ernstzunehmender Koffer. Wer hat fünf Paar Schuhe, Kinderschuhe, Bro, Kindersocken, noch mehr Schuhe, Deo, noch mehr Schuhe, noch mehr Mützen. Wer packt solche Koffer? Irgendwelche Saufkrüge, Digga, aus was weiß ich, vom 1-Euro-Laden, Digga. Nee, was ist das für eine Scheiße? Ja, Handmade, hier am Arsch. Digga, das ist billige Qualität, was ist das für eine Scheiße, Digga? Dann willst du wahrscheinlich das hier auch nicht haben? Sag mal her, was ist das? Das ist Gold. Oh, hier, René, guck mal hier, aber ganz was Feines, Digga. Hier ist ein Stempel, Digga. Mach einen Bissfest, Digga. Mach du? Nee, auf gar keinen Fall. Die beiden macht ihr auf und ich mache meinen Remover-Koffer auf. Okay, einen machst du, einen machst René. Ich sag, der Anfang war gut. Am Anfang hat man gedacht, ja, Mann, das hat Potenzial. Aber ich sage euch ehrlich, lieber Livestream-Chat, meine persönliche Meinung dazu ist, also ich werde wieder Koffer ersteigern, so ist es nicht. Einfach, weil es Spaß macht vom Ding her, auch mit den Jungs. Aber meine persönliche Meinung ist, die werden vorher 100% durchgeguckt. 100 Millionen Prozent. Ich sag dir, manche Koffer sehen für mich auch so aus, als ob sie von anderen Koffern irgendwas zusammengesibbelt haben und da reingestopft haben. Genau so. Checkst du, was ja, ich meine? Ja, ja. Mancher Koffer macht der Inhalt gar keinen Sinn. Boah, hau richtig rauf. Hau richtig rauf auf den Tisch, Digga. So. Genau so. Das ist. Ach, 550 Euro habe ich für die Kilo. Hure bezahlt. Für die, ich sag dir, ich hab's dir gesagt, 18 Kilo. Habe ich nicht gerade gesagt, mindestens 18 Kilo so. Das erste ist Damaskus. Hier, Vintake. Zeig mal. Aha. Oh. Für die iPads, AirPods, Apple Pro, Apple Uhr. Was ist das? Schraubenzieher-Set? Oh. Wisst ihr, was das ist, Jungs? Das sieht aus wie ein Dings. Oh, so was, für Kreditkarten. Sowas habe ich für meine Dings, für die Wörter von der Krypto-Wallet. Die gestanzte Wörter. Was ist das? Nein, das ist für Kreditkarten. Kreditkarten. Natürlich, oh, für was sonst? Warte, erstmal hier gucken. Aha. Spendet 10 Euro. Meine Mama hat immer gesagt, Koffer kaufen ist wie eine Schachtel Pralinen. Oh, du weißt, ja. Das ist das. Ich sag dir, guck mal, Monte, ich sag dir. Was ist da oben in der Ecke drin, René? Ist da noch was drin? Nee. Okay. Was ist das? Das wird krass sein. Guck mal. Ladegeräte. Warte, das ist für iPad. Ich hol ihn raus. Ich sag dir, das ist der Koffer. Die Sonnenbrille von Apache. Das ist crazy. Magneten? Oh, einer, 10 Dollar. Ja. Guck mal, ich sag dir, Monte mit Ansage, das ist unser Koffer. Ja, ich glaube auch. Bis jetzt ist unser Koffer. Nur Arsch, Digga. Chill, guck mal. Das ist ein Lederetui. Das muss heftig sein. Hier. Guck's dir an, wo das hier ist, da ist die Uhr nicht weit. Es sei denn, der Pendejo hat sie getragen. Was ist das Schwarze da unten? Das hier? Ja. Das ist höchstwahrscheinlich ein Föhn.
Oh Gott. Und sei ganz ehrlich, vom Babyliss, da kann ich den einen oder anderen Föhn auch gebrauchen. Meiner ist gerade kaputt. Apache bleibt das Leiche, Digga. So, aha. Oh nee, hat mir die Spannung genommen. Warte, wir machen mal hier den hier. Kleidung, Sperrmüll, Sibbel. Oh, hier ist für Sydney was. Originale Crocs. Wir schaffen das, Monte, chill. Keine Angst. Die Sonnenbrille heißt Clocks Colors. Und ich sag euch ehrlich, die sieht schon ein bisschen teuer aus. Guckt euch das mal hier an. Sieht so ein bisschen aus wie Harry Potters Zauberstab. Guck mal von der Seite hier. Ja, schenke ich dir. Ja, danke. Mach die andere Seite auf. Ja, ist das, kannst du nicht erwarten, ne? Ist das von Original, meinst du? Ja, 100% ist das Original. 100% ist das Original, Monty. Nein, da würde immer ein iPhone. Ja doch, das könnte auch wirklich Original sein. So, was ist das hier? Oh, wieder eine Uhrschnalle. Ja, das ja Bro, ich brauch die Uhr. Die Schnalle bringt mir auch nichts, Digga. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Pass auf, Apache bleibt der Leiche. Ja. Oh, eine prall gefüllte Tasche. Wenn da wieder Schminkzeug drin ist, dann rasch dick aus. Oh, so, hör mal zu jetzt, Monte. Uhr Nummer 1 von G-Shock. Habe ich zu Hause auch, liegt da zwei. So, Uhr Nummer 2, eine Rolex Pepsi. Und jetzt. Geil, Digga. Das ist leider nicht die echte. Spendet 10 Euro. Was los? 50 Euro Dollar, wenn da etwas dabei ist, was mehr als 100 Euro kostet. 100 Euro, wenn etwas mehr als 500 Euro kostet. Schön wäre es, wenn das eine Rolex gewesen wäre, Digga. Baba. Ich guck mal, was die kostet. Legen wir zur Seite. Was ist das denn für ein Sperrmüll? Royalty Train. Warte, hier ist noch eine Sache. Wow. Wo wollt ihr hin, die was wollte er? Die gibt's nicht mal, Digga. Komm schon, das ist er. Nein. Das muss er sein. Ah. Warte, das sind Ringe. Ja, aber was für Ringe? Die Uhr gibt's nicht mal. Das sind online, Dings. Nein, das sind Gummiringe. Wie Gummiringe? Drück mal. Ach so. Der hier nicht, der ist echt. Der ist echt? Ja. Noting. Oh, wieder Kopfhörer von Noting. Oh, geil, Digga. Was ist das für eine Marke, Chat? Die Uhr findet er nicht mal online, Digga. Das ist Dio Sauvage. Den benutze ich zu Hause. Dio Sauvage ist gut. Ja, ist gut. Schöner Duft, René. Der wird dir auch vorne gefallen. René. Ah, der wird dir auch gefallen. Ich habe einen guten drauf. Aber der, ja, der riecht wirklich gut. Mhm. Okay, jetzt zeig René. Er ab. Ey, der ist echt gut, Alter. Warte. Ja, natürlich. Den habe ich schon richtig lange benutzt, ich den. Es ist noch, ich sag dir, es ist soweit, chill. So, Silber, 100%. Ja, musst du gucken. 100% hier. René, unser Schmuckexperte. 100%, 100%, das komplette Silber. Ist es wirklich? Hier, das auch. Das fühlst du zu 100% sofort. Ja, Mann, das ist hier schon auch ein bisschen Dings. Quick Lock. Warte, Marcel. Bruder. Ja, ist eine Silberkette. Komm schon jetzt, bitte. Mit Silberanhänger. Warte, wir machen erstmal hier. Was ist das hier? Seife. Wow, die riecht Schmackofatz. Mhm. Die riecht gut. Wir haben versucht noch zu retten, damit er nochmal herkommen kann. Nein. Ein Springseil. Wie viele schaffe ich, Monte? 5. 5? Was sagst du, René? 6. Wallah, ihr habt mich zum fettesten Fettsack der Welt gemacht. Bist du auch. Ja, stimmt. Willst du die haben, René, die Silberkette? Oh. Ja. Warte, ey, hier ist noch Stuhl, ne? Das war schon, nicht eine mal geschafft. Nee. Pass auf, René. Ja, warte, ich lass mich mal weggehen. Ja, sicher. Scheiß drauf. Nicht eine, Digga. Ich schau mal, guck mal, hier. Oh, war? Ja, scheiße. Aber rückwärts. Was? Das war rückwärts, war gut. Das war Mashallah. Ey, ich pack den Koffer weg, Abu, ne? Du bist durch, oder? Chill, guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Ich hab nichts gesagt. Oder mach einfach einen 3-Meter-Sprung. Sprung, was passiert? Das habe ich jetzt noch gerade gefunden. Auch in einem Sperrmüll. Okay, das hier, keine Ahnung. Chat, da steht Quad Lock. Jetzt haben wir die letzten Dinger. Guck mal, Monty. Ja, mach auf den Scheiß. So, Nummer 1. Ich sag dir ehrlich, da erhoffe ich mir schon was Geiles. Bruder, wo wollte, in welchem Kriegsgebiet wollte sie? Guck mal, auch die Dinger hier. Du weißt, was es ist, ne? Wow. Ihr wisst ja, was das ist. Ja, das ist Dings zum Aufmachen. Ja, genau. Wow. Es ist echt voll gut. Ich liebe das. Welche Messehersteller sind das? Hab Interesse, weil ich Sammler bin. Keine Ahnung, da, wir gucken. Idaho. Also das hier ist übertrieben geil. Das ist sehr krass. Okay, ja, das hatte sich dann wohl mit der Überraschung, Digga. Was da ist drin? Das ist ein Haufen Buntstifte, so eine Kacke, Digga. So, komm, nächster Koffer. René, du bist dran. René, und danach ist der Remover-Koffer von Monty dran. Hier, willst du die Uhren mitnehmen? Nimm mit. René, welche willst du davon haben? Ich brauche keine Uhr. Sicher? Ja, ich kann die Uhr eh nicht lesen.
Was war das hier? Die Kopfhörer sind 90 Euro. Die Kopfhörer? Das sind keine Kopfhörer. Die Kopfhörer sind 90 Euro. Niemals. Haben was ist aber denn für eine Marke, Note? Haben die im Chat geschrieben eben. Was für ein Ring. Sag mir nicht der, den habe ich hier. The Rit. Wie? Guck mal bitte nach, Monty. Der ist hart. The Rit? Warum sollte der 3000 Euro kosten? Das weiß ich auch nicht. Was ist mit dem Ring? Hier ist der Ring. The Rit Titanium ist das. 200 Euro. René, der Ring kostet ein bisschen was. 200 Euro. Glaube ich nicht. Doch, schreiben die rein. 200 Euro, 180 Euro, 200 Euro. Kann sein, da muss doch aus irgendeinem Grund so Dings haben. Weil das Titanium ist. Ich versteigere den. So, René, dein Koffer jetzt noch. Ja, okay. Pass auf, der Ring ist zum Bezahlen bargeldlos. Den hältst du wohl so irgendwie an. Ah, was machst du? Sowas wie NFC. Mit dem Ring kannst du so bezahlen, bargeldlos. Das eine Messer ist 500 Euro, Abo, anscheinend. Oder ist ein bisschen wertvoller. Das eine Messer soll wohl ein bisschen was kosten. Der ist das. 550 Euro, 20 Kilo. So, komm. Oh Gott, nein. Ruhig, ruhig. iPhone-Kopfhörer. Ruhig. Das sind diesmal wirklich AirPods. Glaube ich schon, ja. Aber die anderen sahen vorhin auch so aus. Hier, Abo. So, Klamotten über Klamotten wieder. Schuhe. Ich glaube, die rechte Seite wird relativ unspektakulär, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, die ist auch nicht großartig viel wert. Das ist nur Klamottendreck, Digga, die Seite. Das ist richtige Rotze. Diese scheiß Wallet kostet einfach über 140, 200. Guck mal hier. Wo ist denn die? Die haben wir in den Koffer in meiner alten Hand. Das ist diese Dings-Wallet da. Diese Wallet, ja. So, das scheint. Das sind Originale. Ja? Ja, 100%. Ja. iPhone-Kopfhörer, ja. Sind sogar noch gut. Das dritte Messer kostet zusammen über 1.000 Euro. Die drei Messer kosten über 3.000 Euro. Aber vielleicht schreiben die auch Quatsch. Guck einfach nach, aber du hast ja alle drei Messer. So. Und wenn ja, gibst du ein kleines Sub-Bomb und yalla. Ich sag ehrlich, ne, Chat, die ersten Koffer waren eigentlich noch echt cool. Ralf Lauren, Tommy Hilfiger Klamotten, das hat Spaß gemacht. Aber das ist alles so ein Plünkram hier, Digga. Wer will da was? Nur sagst du? Ich glaube leider Gottes. Los spendet 10 Euro. Befindet sich auf dem Messer mit der Kordel ein kleines A? Dann könnte es ein Chris Rief Messer sein. Gehen so ab 600 Euro aufwärts, wenn original. Wo ist denn das kleine Messer mit der Kordel? Das hier? Mit der Kordel? Ja. Nee, da ist kein R drauf. Da ist ein Kreuz drauf. Ich finde auch nichts. Das ich ist nur Schweizer Taschenmesser mäßig, also ein Schweiz und ein Adler. Also nicht ansatzweise was irgendwie Tolles drin, ne? Hm. Okay, Chat, dann kommt jetzt der letzte und zweiteuerste Koffer, der Rimowa-Koffer. So ungefähr, weißt du das? Mann! Ich weiß nicht, was der Koffer insgesamt kostet, also der Rimowa-Koffer als Einzelner, aber so ein Rimowa-Koffer kannst du schon rechnen, 800, 900 Euro, vielleicht auch sogar 1000 Euro, ich weiß nicht ganz genau. Also ich bin da jetzt kein Experte, wir haben zwar Rimowa-Koffer verschickt an Zuschauer, ist klar, an Kollegen, Mann. Aber was der jetzt kostet im Speziellen, weiß ich nicht. Okay, der hat gekostet 1550. Bist du sicher? Eigentlich schon, ja, das ist einer der ersten, glaube ich, sogar hier. 1550 Euro habe ich für diesen Koffer bezahlt. Oh, gute Kopfhörer. Oh, das sind die neuen. Das sind die neuen Kopfhörer. Das sind schon mal 200, 300 Euro locker. 200 Euro. Das sind die ganz neuen AirPods, von denen ich mir schon 10 geholt habe, weil ich die immer verloren habe. Ein Gimbal, Alter, als Kameramann. Okay. Montes Cousin spendet 10 Euro. Clemont, du kannst mir die Unterwäsche schicken, brauch die für ein Schulprojekt. Nimm einfach die von deiner Mutter, du Ferkel. Hier haben wir Elitärer. Getragene Unterwäsche, getragene. Oh. Nein. Oh. Hot Pants, nee, ein Rock. Müll. Oh. Da ist René Schmuck. Da ist der Schmuck, Digga. Das ist der Schmuck. Ist aber kein Echtgold, Digga. Sicher? Ja. Handmade Jubilee Made in Silver 925. Silber. Okay, aber Silber wenigstens kein Modeschmuck. Hier, steck in deine Tasche. Hier, Abo, halt mal kurz. Zeig mal ganz kurz hier. BHs, Frauenklamotten. Aber da fragt man sich schon, warum man so einen Koffer nicht abholt. Guck erst in die billigen, nicht in die guten Leder. Aha. Fossiluhr.
Fossil? Fossil ist ja, ist halt so. Das, ich glaube, so gehobener Dings. Nein, ne? Fossil ist nicht gehobener Modeschmuck. Ist nicht gehobener Modeschmuck? Digga, an welches Handgelenk soll das, wenn wir schon gehen? Das geht ja nicht mehr. Das ist einfach ein Ring. Die ist hast du noch nicht angeguckt. Das ist Silber, 114 Euro. 114 Euro hier, René, für deine Schmuck. Ich sag euch ehrlich, ne, mein Silberdings, Digga, morgen. Hier, nimm die Fossil-Uhr auch noch mit. Ich werde einfach aufhören mit allem. So, was haben wir hier? Müll, Schlafbrille, Kosmetik, ein Kamm mit unfassbar vielen Haaren drin. Boah, Digga, das ist schon. War hier nichts? Nix dabei. Was ist das für eine Marke? Ja, ich nehme mal die Dings für meinen ganzen Schmuck. So, hier haben wir Schuhe. Atelier, das ist nichts Besonderes leider. Die Tasche ist an und für sich ganz cool, muss ich sagen. So auf locker, flockig. Die Tasche, das ist voll die Omi-Tasche. Okay, das hier ist es auch noch. Alles Unterwäsche, Seife, so Waschunterserie, ne? Alles Schminkzeug. Oh, das ist hier von Dings. Chanel. Von Chanel. Nix Gutes bei, Digga. Hast du die Seite schon geguckt? Nein, ne? Nein. Pff, da ist leider nichts dabei, außer so Parfum. So ein, das ist ein Spiegel, 100%. Ja. Mit Licht. Oh, das ist aber ganz cool, ne? Der ist echt cool. So mit Licht, so ein Spiegel für unterwegs, mit Licht sogar. Oh, moin, mit USB. Ja. Finde ich ganz cool. Farblich passt da auch. Mhm. Klamotten, Digga. Oh, das ist enttäuschend, Digga. Das ist die ganze Seite nur mit Klamotten. Ja. Das ist super hier. Enttäuschend. Oh, nochmal ein Handtäschchen. Ja, aber der ist leer. Ja, ist leer. Ja, das ist. Das ist alles gewesen, Chat. Also, kann ich euch raten, Koffer zu ersteigern? Auf gar keinen Fall, Digga. Also, ich möchte nur noch mal eine Sache sagen. Das Ganze hat 15.000 Euro gekostet. 15.000 Euro. Ich glaube, ich werde von 500. Das heißt, Digga, ich habe das Höschen ja auch immer noch an. Das ist respektlos. Also, das Highlight, so, also nicht vom Wert, aber vom Gebrauch, sind neue iPhone-Kopfhörer. Also, das war eher Mäuschenmeier, das sage ich euch ehrlich. 100%. Ich sage euch ehrlich, am Anfang, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Jeans, Oberteile, das hat Spaß gemacht. Das war okay. Aber je mehr Koffer man geöffnet hat, desto mehr Müll war da drin. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es bis zum Ende hin viel schlechter wurde. Die Frage ist halt, lieber Livestream-Chat, nutzt man oder beziehungsweise hat man in seinem Handgepäck teure Sachen? Und die Antwort ist, würde ich sagen, ja, hat man schon. Auf Langreisen, wo du viel mitnimmst, packst du auch wertvolle Gegenstände, wie zum Beispiel vielleicht ein Laptop oder andere Sachen, in solche Koffer rein. Also ich will niemandem etwas unterstellen und vielleicht werde ich es auch nochmal machen, aber vom Bauchgefühl, mein persönliches Bauchgefühl sagt mir, dass beim Zoll oder beim Flughafen Mitarbeiter vorher in die Koffer rangehen und sich die kostbaren Sachen rausnehmen. Die kostbaren Sachen wandern nicht bei den wirklichen Ersteigern, die dafür Geld ausgeben in der Tasche, sondern beim Personal. Ja. Bin ich ganz offen und ehrlich. Da war so wenig Spektakuläres in den Koffern. Also, wenn man sich 2, 3 Koffer ersteigert, okay. Aber bei 25 Koffer, der wertvollste Gegenstand, die Wässer wissen wir jetzt nicht, um die 200-300 Euro, ja. Halte ich für Quatsch. Wahrscheinlich diese Metallwallet da, die sind teuer. Und dieser Ring von Gixen. Wenn du Kurzreise fliegst, schmeißt du dir ein paar Schlipper rein, ein paar Ho-Jeans und gut ist. Dann nimmst du nicht viel Wertvolles mit, wie, was weiß ich, ein bisschen Schmuck oder nochmal ein Laptop oder whatever. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die 25 Koffer nur für Kurzreisen waren. Nee. Das ist ja massives, großes Gepäck. Ja, das stimmt. Andererseits muss man aber auch fairerweise sagen, wenn ich so einen Koffer verliere und den nicht abhole, das muss auch irgendwas heißen. Vielleicht habe ich keinen Bock mehr, den abzuholen und ich weiß sowieso, da ist nur Scheiße drin. Das ergibt keinen Sinn. Ich sage dir, das sind meistens Koffer, die von der Dings aus selber verloren gegangen sind. Vom Flughafen. Und die erstatten denen beispielsweise die Sachen, wenn sie nachweisen können, was da drin war. Mhm. Und irgendwann taucht er wieder auf und dann ist die Zeit schon abgelaufen und dann versteigern sie die. Also meine persönliche Wahrnehmung ist, abschließend, lieber Livestream-Chat, also man kann das auf jeden Fall nochmal wiederholen, es hat unfassbar viel Spaß gemacht bei den Jungs. Das Mysteriöse war geisteskrank. Hat richtig Spaß gemacht, zum Ende hin wurde es ein bisschen zäh, weil du hast nur Print-Klamotten rausgeholt, keine Markenklamotten, nichts, null. Das stimmt. Da waren so viele Schrottkoffer dabei, aber es hat richtig Spaß gemacht, so ist es nicht. Aber es wird extrem viel Aufwand verbunden, wir müssen die ganze Scheiße doch wieder in den Wagen reinschmeißen.
Mein persönliches Fazit ist, hundertprozentig würde ich würde Geld drauf wetten, dass beim Flughafen jemand sich schon, oder beim Auktionshaus oder wo auch immer. Egal, gut, das soll es gewesen sein. Wir räumen jetzt hier auf. War sehr, sehr cool. Danke, dass ihr alle am Start wart. Kuss auf die Nuss. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nachtruhe. Lasst euch gut gehen, schönes Restwochenende. Lasst euch gut gehen, lieber Livestream-Chat. Danke für euren unfassbaren Support heute. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Danke an Abu und René, dass ihr am Start wart. Danke an Lennart hinter der Kamera, der ab jetzt fester Bestandteil des Teams ist, würde ich behaupten. Plus danke an Yusuf, Master Exe, der von zu Hause den ganzen Stream geleitet hat. Und danke an alle Moderatoren, die heute am Start waren. Ihr seid die Besten. Kuss auf die Nuss. Bleibt gesund und munter. Geht rüber zum 24/7-Kanal. Ciao, ciao. Ciao. So, jetzt können wir die ganze Scheiße rein.